Boom. Yeah. Woohoo! Hey, eine Ehre. Vielen herzlichen Dank. Also ja, für mich. Ja. Wirklich für mich. Für mich. Weil ich kann selten sagen, dass mein Podcast-Gast von heute vor einer Woche noch mit mir um ein Bett gelegen ist. Und das ist ja erstaunlich, wenn man deine Bettgeschichte kennt. Oh, die, haben geruhigt. Die haben geruhigt. Ja, das stimmt. Auch das darf ich gerne bestätigen. Ja, es war schön, auch für mich, muss ich sagen. Mega. Nein, nicht so. Wir haben, aber nein, es tut mir mega. Ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt. Zu Recht. Wir sind zusammen in Arosa gesehen für ein paar Tage. Ich durfte deine Begleitung sein. Ja. Und es ist, glaube ich, nicht so geil für einen, wenn man um 4:30 geweckt wird, weil der andere Rotze voll heimkommt und der Hund bellt. Ja. Und dann ist man selber wach und der andere, der Rotze voll ist, vor der Schnarchen. So ist es etwa gesehen, oder? So ist es etwa gesehen. Also ich habe es etwa auf 2 Stunden Schlaf gebracht. Ja, aber das ist halt das Problem. Weißt, man ist ja nett, oder? Und dann sagt man so Sachen wie, hey, du kannst bei mir pennen, ist kein Problem. Und dann gibt es so Idioten, die das dann auch annehmen. Weil in der Regel ist es ein Floskel. Das ist so wie, hey, wie geht's, oder? Du sagst, ja, kannst bei mir pennen. Und dann nachher anstandshalber nimmt ja dann der andere oder die andere ein Hotelzimmer, oder? Das habe ich mit Charlie noch gesagt. Ich habe gesagt, ja, der Büssi hat das angeboten. Ich habe das jetzt einfach mal angenommen und ich glaube, er bereut es schon ein bisschen. Nein, nein, das nicht. Das auf keinen Fall. Aber ja, das ist tatsächlich, das Problem ist ja gewesen, also das war der erste Abend, wo du bei mir übernachtet hast, bist du ja noch in Ausgang. Und ich bin aber von der vorherigen Übung schon so tot gewesen, dass ich gesagt habe, komm, ich gehe pennen, irgendwie jetzt Nacht um 2. Und dann habe ich gemerkt, scheiße, ich habe ja den Hund dabei. Und die geht ab in ein Zäpfchen, wenn jemand in das Zimmer reingeht. Zu Recht, das ist ja auch ein mächtiger Wachhund. Ja. Ein mächtiger Wachhund. Also sagen wir so, ein Schäfer geht bei ihr nicht leer. Und das ist wirklich, ich habe wie gewusst, okay, irgendwann kommt er heim und dann werde ich verwachen wegen dem Hund und dann schlafst du einfach wie nicht ein. Ja. Weil du denkst, er kommt jetzt dann eh geht. Und am 4 bin ich dann eingeschlafen, um 4:30 bist du gekommen. Wirklich. Das ist ja wie wenn du zählst, wie lange du noch jetzt könntest schlafen. Genau. Dann schlafst du nicht mehr. Nein, ich habe mal wirklich so klassisch, ich habe mal ein halbes Jahr bin ich Apple fremd gegangen mit irgendeinem scheiß Android, was weiß ich. Mhm. Und der Hauptgrund, warum ich es nicht mehr können haben, ist, weil wenn du den Wecker gestellt hast, hat es dir so eine Anzeige gegeben. Ja, in 6:14 klingelt ihr Wecker. Und jedes Mal bist du einfach gesagt, nein, ich will das nicht. Ja. Und da bin ich bei Apple bin ich wahnsinnig froh, weil du zeigst einfach irgendwelche Zahlen an und dann schiebst du den Hebel über und fertig. Überwachst du deinen Schlaf? Was heisst überwachen? Ich habe so eine Sportuhr, die meinen Schlaf aufzeichnet. Ah, ja. Und da kann ich am Morgen drauf schauen, wie viel Tiefschlaf habe ich gehabt, wie viel REM-Phasen, wie viel leichter Schlaf etc. Yeah. Und das ist immer total frustrierend, weil manchmal bist du total erholt und denkst, wow, jetzt habe ich Uhr gewusst und dann war der Tiefschlaf in 30 Minuten gewesen. Aber das reicht doch zum Teil. Ja, also es ist selten über eine Stunde, ehrlich gesagt. Also es ist wirklich so, ja. Ich habe es noch nicht ganz herausgefunden und auch noch nicht, welches meine beste Zeit zum Schlafen ist. In der Regel ist es einfach die, wo ich dann eh einfach dazukomme im Moment. Es ist ja auch eins von der immer noch nicht unerforschteste, wie nennt man das, unerforschteste Gebiet, aber eins, wo man am wenigsten darüber weiß, ist der Schlaf. Es ist wirklich faszinierend, was da alles abgeht. Allein schon, dass eben zum Beispiel, wenn du in einem Hotel bist, dass du gar nicht so heftig in eine Tiefschlafphase kannst gehen, weil die Körper sich in Überlebensmodus einstellt. Ja. Weil es könnte ja eine rotzvoll mal 5 Heiko. Ja. Und der Hund den. Das ist mir auch schon passiert. Das kann ab und zu passieren. Passiert. Der Grund, warum das passiert ist, ist ja Arosa Humor Festival. Mhm. Ich habe das einfach mal gesehen, weil auftreten bin ich logischerweise noch nie dort. Das heißt da logischerweise? Ja, also. Es ist für mich überhaupt nicht logisch, aber ja. Es ist bis jetzt noch nicht passiert. So. Und ist aber auch nicht der Punkt, sondern du bist auftreten schon zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal, ja, genau. Und also ich habe gesamt mal zum dritten Mal, aber zum zweiten Mal nacheinander jetzt. Ja, und ich habe es einfach mal gesehen und es ist ja schon wahnsinnig geil. Es ist big. Ja. Es ist wirklich big. Also es ist so, ich sage immer, es ist Champions League eigentlich so in der Schweizer Comedy. Ja. Grösser wird es nicht mehr für unser Eins, oder? Ja. Ich habe am Mittwoch dann Divertimento geschaut und habe gesagt, es ist schön, euch mal im kleinen Rahmen zu sehen. Genau. Tausend Leute sind für die wirklich ganz schlecht besuchte Vorstellung. Nein, jetzt auch ein übertrieben. Aber gibt es eigentlich nicht mehr? Ja, ich meine, sie spielen eben irgendwie Olma Halle und weiss ich was. Ja, ja. Irgendwie, ich glaube, der Rekord, den sie haben, ist sogar in Basel, wenn es mir recht ist, in der Messe. Mit 2.500 Leuten, das ist wirklich so. Also das Hallenstadion ist der Rekord. Ja, natürlich, aber ich sage jetzt, wenn es normal auf 1.000 Hallenstadion ist, wie so ein bisschen die Ausnahme gewesen, ist einfach der Tourabschluss gewesen. Wobei, in Luzern haben sie auch eine riesen Halle. Die haben es glaube auch so viel. Das ist so eine 3000 oder irgend so etwas. Natürlich. Ja. Weil da bin ich so deprimiert gesehen, als ich irgendwie im Stadtkeller gespielt habe, vor 40 Leuten.
von 40 Leuten oder so. Und dann finde ich raus, dass am Tag davor hat der Peach Weber gespielt. Am Tag drauf oder sogar am gleichen Tag Divertimento. Und dann von, hey, 40 Leute, mega geil. Eigentlich gar nicht so schlecht. Mega geil. Ja. Du bist jetzt aber zum ersten Mal im grossen Zelt allein auftreten. Zum zweiten. Zum zweiten? Ja. Das war letztes Jahr schon. Letztes Jahr auch schon. Ja. Krass. Ja, das ist, also ich war extrem überrascht, als die Anfrage nochmal kam, vom Frank. Und es ist lustig, weil es gab zwei Tage nach dem Auftritt kam, wo ich bereits wieder in Zürich war, letztes Jahr. Du weißt, wenn der Frank anruft, es kommt immer anonym. Er tut die Nummer nicht rein. Yeah. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wenn es anonym ist. Marco Rima. Marco Rima oder Frank Baumann. Das sind die zwei Möglichkeiten. Am Geist ist, wenn du Marco Rima anruftest, dann geht es meistens eine Sekunde, bis er zurückruft. Genau. Dann weißt du wenigstens, warum du abnimmst. Weil normal, Nummer, die ich nicht kenne, nehme ich in der Regel eigentlich nicht ab. Und anonym schon gar nicht. Aber da es meistens einer von diesen beiden ist, habe ich dort auch abgenommen. Und er hat wirklich nicht mal Hallo gesagt. Er hat einfach gesagt, nächstes Jahr, gell? Am 6. ist gut, wieder im Zelt oben. Tschüss! Und hängt einfach ab. Und dann finde ich so, cool. Ja. Habe ich meinem Management gesagt, wir sind nochmal zu Rosa nächstes Jahr. Besser als umgekehrt. Wenn du alle das nächste Jahr sagst, gell? Nein. Nein. Klick. Ja, das stimmt. Ja. Nein, nein, nein. Aber es ist wirklich, also, es ist immer noch so ein bisschen surreal, weil ich denke, also, weißt, fühlst du das noch ein zweites Mal? Und es ist, glaube ich, bis irgendwie auf 100 Plätze ist es voll gewesen, was bei einer 1000er-Zahl sehr okay ist. Definitiv, ja. Wobei es auch ein Rosa-Publikum gibt. Also es ist jetzt nicht ein reines Büssi-Publikum gewesen, sondern wirklich viele Leute, die halt einfach für eine Rosa Tickets gekauft haben, ja. Und dann sehen sie gerade, oh, der spielt, dann gehe ich den schauen. Aber das ist ja schön an einem Festival. Also das ist ja bei einem Musikfestival nicht anders, dass du gehst einfach mal und dann entdeckst zum Teil auch noch etwas, wo du wirklich einfach so sagst, hey, oh, ja. Das. Für den Zuschauer schon, für mich ist es natürlich schwieriger gewesen, klar. Weil ich muss mir überlegen, normalerweise spiele ich von Leuten, die Billett kaufen, weil sie das, was ich im Internet mache, lustig finden und dann dementsprechend passen meine Inhalte ein bisschen auf das an. Dort habe ich jetzt gewusst, okay, es wird im Schnitt viel älter sein, die Leute schauen den Bachelor wahrscheinlich nicht, also habe ich gewusst, den Teil kann ich gar kürzen und habe das dann auch gemacht. Und ich habe dann ist das Programm noch 5 Minuten gewesen. Und dann ist das Programm noch 10 Minuten gewesen. Das sind dann doch 10 gewesen. Plus eine Fragerunde, etwa 45 Minuten genau. Und dann ist die Stunde auch voll gewesen. Ja. Plus noch Zugabe vom letzten Programm und dann nachher. Nein, das ist das, also die Leute haben ja wirklich das Gefühl, dass Sex so eigentlich das einzige Thema, natürlich auch, wie es Masterarbeit heisst, als Fortsetzung von der Bachelorarbeit. Es ist effektiv aber knapp eine Viertelstunde in der ersten Hälfte und der Rest vom Programm hat überhaupt nichts mit dem Bachelor zu tun. Du machst Multimedia-Comedy, habe ich es mal genannt. Mhm. Das ist richtig, ja. Man tut mich zwar immer so in Stand-Up-Szenen rein, aber ich schäme mich dann immer, dass ich dort, wo ich einfach sage, schau, dort hat es Leute, die schaffen es wirklich nur, mit ihren Geschichten zu unterhalten, das kann ich nicht. Das sind einfach zu dünn. Und ich habe wie einfach das zweite Ding halt auch mit den Online-Videos etc., wo ich ein bisschen verknüpfe dann auch mit dem Bühnenprogramm, lustige Ausschnitte nehmen oder dann auch eben mit Bildern arbeiten etc. Ja. Ja, das ist schon etwas, wo sage ich jetzt, einfacher ist als pure Stand-Up-Comedy. Ja, aber Stand-Up ist ja auch sehr, meiner Meinung nach, eben auch sehr basiert aus dem Stegreif, ist immer ein bisschen übertrieben gesagt, aber deine Schlagfertigkeit ist schon einzigartig in der Schweiz. Ja, ich glaube, es ist sicher ein Asset. Ja, also es ist eben sicher etwas von dem, und das funktioniert. Das ist ein grosser Teil, wo du in die Stand-Up kannst einfließen lassen. Das ist wirklich einfach, wenn ich vom jetzigen Programm habe ich deine Premiere gesehen und wenn du dort in der ersten Reihe, wo ja rotzevoll nur am Labern ist, dann bist du wahrscheinlich der Erste, der mit dem richtig umgehen kann. Ja, also ich habe ja mittlerweile auch, das war bei der Premiere noch nicht, einen fixen Teil mit Bachelor-Fragen eingebaut. Also wo die Leute, die das Format schauen, und jeder, der das schon mal geschaut hat, hat nachher Fragen. Gehen sie bei dir zu, dass sie es schauen? Ja. Weil sonst bei jeder Stand-Up-Show, gell? Gut, sie kommen und sagen, ich schaue deine Videos. Ja, ja. Du hast 300 Leute bei einer Stand-Up-Show und dann fragt irgendjemand, wer schaut Bachelor und keine Sau streckt auf. Das kann gar nicht sein. Und nachher sagt irgendjemand, ja, und dann die und die Kandidatin und alle verrecken. Und sie sagt, wieso wissen die, wie die heißen? Ja, ja. Klassik. Das ist wie mit dem Blick lesen, oder? Genau. Aber bei dir ganz. Nein, also ja, ich glaube, es macht auch wenig Sinn, in meine Show zu sitzen und so zu tun, als hätte man noch nie von dem Fernsehformat gehört. Also,
da macht jetzt wirklich wenig Sinn. Nein, und dann können Sie auch spontan Fragen stellen und dann kann ich mich auch nicht darauf vorbereiten. Und das ist auch mein Lieblingsteil von der Show, weil ich so finde, das ist das Geilste, kann ich spontan reagieren und das sind oftmals die geilsten Nummern, weil halt auch die Leute gleichzeitig merken, fuck, das findet jetzt nur heute statt. Also genau. Das ist jetzt wirklich, das ist im Moment und das ist einzigartig und die, die am nächsten Tag ein Billett gekauft haben, haben das schon nicht mehr. Und da ist eben, Schlaf ist etwas sehr Entscheidendes. Ja, sehr. Ich merke immer, wenn zum Teil auf eine Stunde irgendjemand fehlt, dass einfach die Platte nicht ganz auf 100 läuft. Ja. Ja, das ist im Radio nicht so ein Problem. Also ich habe jetzt heute Nacht knapp 3,5 Stunden geschlafen und habe jetzt im Radio keine Mühe gehabt, weil in dem Sinn steht sehr viel scripted, also du liest vieles ab. Ja. Und mit dem Manu bin ich so eingespielt, dass er merkt, wenn ich nicht mehr auf der Höhe bin und dann übernimmt er. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Also von dem her, dort kann ich das so im Halbschlafmodus eigentlich machen, wenn man so will. Auf der Bühne musst du eine ganz andere Präsenz haben. Da musst du so fest da sein. Und ich glaube, das ist auch das, was die Leute so unterschätzen, an unserem Beruf. Das ist, ja, du stehst auf der Bühne und dann redest du halt ein bisschen und du kannst das Programm ja. Das stimmt alles, aber die Präsenz, die du jedes Mal von Neuem wieder musst aufbauen musst, du merkst nur schon, wenn du rausgehst und du bist nicht parat oder du hast auch nicht so Lust. Das Schlimmste. Hey, das überträgt sich eins zu eins aufs Publikum. Das Schlimmste. Oder? Mir ist zum Glück einmal so heftig passiert, dass es seither nicht mehr passiert. Also einmal bin ich nach 20 Minuten Anfang auf der Bühne gesehen. Ja. Also weißt du, wirklich so effektiv. Ja. Und weil das dann so schlimm gesehen ist als Erfahrung, ist es nachher nie mehr passiert. Ja. Und es geht nicht mal um so, du musst nicht so ein mega Ritual haben. Nein. Mit irgendwie eine Stunde Fahrt, gebe ich mein Handy ab und dann mache ich irgendwie Rumpfbeuge und was weiß ich. Aber es ist trotzdem da innen einfach... ein ganz klaren Ablauf, der irgendwie automatisch mit der Zeit passiert, wo du einfach so weißt, so nach einer gewissen Zeit bist du einfach schon parat für die Bühne. Ja. So. Wenn bei mir beim Nachtessen vor der Show nicht der Appetit aussetzt und ich ein Kribbel im Bauch bekomme, dann weiss ich, oh, jetzt ist nicht gut. Aha, ja. Dann weiss ich, jetzt bin ich nicht parat. Weil ich bin immer nervös vor Shows. Ja. Immer noch. Und sagen aber auch immer, ich bin mega froh, weil dann weiss ich, es bedeutet mir noch etwas. Mhm. Also ich will können gut performen und will können meine Leistung bringen. Und in dem Moment, wo ich nicht mehr nervös bin, muss ich dann eigentlich aufhören. Ich bin aber erstaunlicherweise nicht nervös. Ich glaube, es äußert sich oft anders. Also wahrscheinlich bin ich schon nervös, aber ich kriege zum Beispiel so eine halbe Stunde vor dem Auftritt, kriege ich die härteste Müdigkeit, die es nur gibt. Ja. Der Körper fährt so etwas von ab. Das ist wirklich auf das Gefühl, ich könnte jetzt... 30 Stunden am Stück schlafen. Und wahrscheinlich, weil er weiss, er braucht die Energie nachher. Genau. Und wahrscheinlich, und dann wirklich so 5 Minuten vor Showbeginn ist es auf einmal und wirklich alles auf Hypersense. Und dann geht es richtig ab. So. Ja. Und Radio ist etwas komplett anderes. Ja, ja. Das ist, Kollege von uns, der Florian Kienzi, hat mir gesagt, es ist beängstigend zu wissen, dass du mit 40 Grad Fieber die gleich gute Sendung kannst machen wie normal. Weil dann geht man mal in der Hypermode. Ja, und du hast halt dort einfach deine, blöd gesagt, 2 Minuten, wo du schwätzt. Für die kannst du dich immer zusammennehmen. Mhm. Du bist nicht 90 Minuten präsent, sondern du hast deine 2 Minuten, nachher laufen wieder Lieder. Der einzige Nachteil sind Webcams heutzutage, respektive es wird ja noch schlimmer. SRF 2 hat aufgrund von der Sparmaßnahmen entschieden, man tut jetzt Mittagssendung auch noch übertragen. Habe ich gelesen in einer schönen Mail und habe ich gedacht, ah geil, das heisst, der Büsser hat wieder mal ein bisschen Fernsehzeit. Ja, aber die will er nicht. Das kann ich im Namen von ihm sagen. Die will wirklich nicht. Und ich glaube, der Florian Fischer, wo die andere Hälfte von meiner Mittagsshows macht, ihr geht es genau gleich. Ich persönlich finde die Webcams ein fertiger Scheissdreck. Ich sage es auch intern immer wieder. Ich finde, es nimmt den ganzen Zauber vom Radio. Ja, einfach, macht also, schon etwas aus. Ich mag mich erinnern, meine erste Erfahrung radiomässig war, als ich mit 19 Jahren bei Radio Top angefangen habe und habe gleichzeitig noch als DJ in Ostschweiz aufgelegt. Ich habe alle Aufträge, die Reto Scherer zu Tür war, habe ich geerbt. Ja. Und habe dann dort damals irgendwie für 150 Franken 8 Stunden lang in einer Beiz in Weinfelden aufgelegt. Und dann ist einmal eine Frau zu mir gekommen und sagt, ey, bist du ein ATF vom Radio? Dann habe ich gesagt, ja. Und dann sagt sie, ah, hoher Schade. Ich habe mir immer einen richtigen Mann vorgestellt. Weil wir sagen, gut, das ist eine geile Pick-up-Line, ich zahle dir ein Bier. Und wir haben dann noch miteinander geschlafen und so, es war alles in Ordnung. Aber es ist wirklich, es ist so doch die Magie, oder? Die hat sich jetzt immer jemand vorgestellt und ich merke das nur schon, wenn ich mit Hörern und Hörerinnen spiele, im Mittagsspiel. Yeah.
oftmals sagen, da hängen wir irgendwie ab und dann sage ich zu Manu, was meinst du, wie sieht der aus? Was meinst du, wie sieht der aus? Du stellst das einfach vor und die Webcams machen das alles kaputt. Das habe ich mit damals noch SWR 3 Luna. Yeah. Yeah. Dort hat es einen gegeben, das ist mein absoluter Held gewesen. Ich weiß nicht mal mehr, wie er heisst. Ja? Und dann irgendwann ist eben so langsam, hast du selber Sachen googeln. Und dann habe ich ein Foto von dem gefunden und der Typ war irgendwie 300 Kilo schwer gewesen, mit so einem kleinen runden Brüllchen. Das war der Christian Thees. Das kann sein, ja. Und damit macht doch mit Anke Engelke zusammen die Rubrik «Wie war dein Tag, Schatz, wie so, heisst du, «Wie war dein Tag, Schatz»? Ich glaube, es war der. Ja. Der ist grosses Kino. Intensiv hat er mal gemacht und dann eben Luna und all das Zeugs. Und schon klar, das ist ein anderer Zauber, wo jetzt weg ist. Und vor allem, die Webcam-Geschichte, das ist ja mal eigentlich komplett weg gewesen. Weil ich weiß noch, wo ich als eben Praktikant bei Radio Basilisk damals, als 18-Jähriger vor, weiß ich wie viel Jahr, dort angefangen habe, ist mal kurz ein Thema gewesen. Hey, wir haben jetzt eine Webcam und so. Und danach haben einfach irgendwie pro Mittagssendung, wo hauptsächlich Frauen moderiert haben, haben einfach 37 Grüsel geschrieben. Genau. Du hast ein geiles Kleid an. So. Das ist dann noch etwas vom Nettesten. Eben, ich habe es jetzt nett ausgedrückt. Ja. Ja. Also wir können offen sagen, wie es ist. Unsere Abendmoderatorinnen kommen teilweise Dickpics geschickt über. Ja. Also, ja. Ja. Und das, es gibt schon so viel gute Technik, aber das zu filtern, haben sie noch nicht geschafft. Gut, man kann ja nicht jede Kleinigkeit rausfiltern. Also, gewisse Sachen musst du auch einfach durchgehen. Ja, es kann mal etwas Größeres dabei sein. Ja, natürlich. Ja. Ich habe das Problem oft, wenn ich eins will verschicken, dann heisst das, Datei ist zu gross. Genau. Es kann nicht verschickt werden. Passt nicht. Ja, genau. Und dann ist das irgendwann kein Thema mehr gesehen. Und jetzt wird es sogar als Fernsehsendung ausgestrahlt. Hey, ja, gut, das ist eine Sparmaßnahme. Also man hat es uns so verkauft, dass wir mehr Präsenz über. Ja, ja. Aber effektiv ist ein Geschenk zum Jubiläum. Genau, effektiv ist es eine Sparmaßnahme. Ja, es wird überall gespart. Ja, tatsächlich. Überall wird gespart. Du reduzierst auch irgendwann? Ich reduziere auch. Jetzt auf den Januar von 65 auf 35% runter. Mache also noch die Hälfte von der Mittagsschau. Sag mal, ich habe das immer noch nicht verstanden. Wo sind die 5% genau? Die sind Videoproduktionen. Ah, okay. Ja. Gut. Ich verstehe es auch nicht. Aber es wird am Ende vom Tag heißt, es ist jetzt im Dezember wieder so gewesen, du musst noch 2 Videos abliefern. Was muss ich? Das ist dann so. Dann plötzlich merkst du, das sind jetzt die 5%. Da sind sie, Was? Ja. Ich schicke das schnell rüber. Dann hast du halt irgendwo nochmal 2 Tage weniger. Dann, ist quasi der Trumpf, oder? Da noch 5% auf den Stack. Ja. Du hast es. Ja. Genau. Nein, es ist, wie sie natürlich sagen, wir wollen auch ein bisschen von deinen Videoskills profitieren. Jetzt nicht nur einfach auf dem Sender. Und darum haben wir die 5% noch. Aber was du vorher gesagt hast mit der Energie beim Auftreten, das ist wirklich bei Solo-Auftritt das, was die Leute am meisten unterschätzen. Also zum Beispiel unser Kollege Frank Richter, der jetzt angefangen hat, der vor der Premiere so Krankheitsgefühl hatte. Das ist ganz normal. Ganz normal. Ganz normal. Und nachher denkt sie, hey, aber am nächsten Tag bist du so völlig fertig und so. Ja, ja. Und das ist wirklich das, was die Leute hart unterschätzen. Ja. Weil sie wirklich das Gefühl haben, ob jetzt 10 Minuten auf der Bühne stehst oder 2 Stunden, also 90 Minuten Pause etc. Du merkst es eben nicht während dem. Genau. Die Energie geht schleichend weg. Du hast eben meistens das Loch am nächsten Tag. Mein Problem ist jetzt oft gewesen, dass der nächste Tag dann um 7 Uhr wieder angefangen hat mit einem Radiodienst. Also das ist mitunter ein Grund, warum ich reduziere, weil ich einfach gesagt habe, irgendwann schaffst du das dann nicht mehr, oder? Und dann bist du einfach auch so halbpatzig noch im Radio. Und das ist schon, das ist etwas, wo glaube ich die Leute nicht richtig können einschätzen, wie viel Energie einem das kostet, so einen Abend. Ja. Klar, es gibt mir auch immer wieder unheimlich viel, muss ich auch sagen, vor allem im Moment selber, oder? Aber das, was nachher kommt, das ist dann schon ein bisschen Raubbau am Körper, je nachdem. Zum Teil kann es ja auch völlig spezifisch irgendwie 3 Wochen danach dir etwas geben. Genau. Wenn du irgendwie einen mega geilen Auftritt gehabt hast und du denkst dann da zurück, dass du auf einmal neue Kräfte freisetzt, wo du auf einmal so findest, wow, das ist schon geil gewesen dort. Ja, absolut. Zum Beispiel jetzt auch Rosa wahrscheinlich, oder? Kannst ab und zu nimmst du auch Rosa zurück in den Kopf und findest, wow. Ich mache das auch bewusst. Ich gehe zum Beispiel, weil ich bin ja immer noch in so einer Hype-Phase rein. Also die Leute können mich im Moment nicht zuletzt schauen, weil alles noch so ein Hype ist und jetzt ist es dann im Fernsehen und so. Und jetzt wollen wir mal schauen, jetzt habe ich den Abend Donnerstag gesehen, ist dann der überhaupt lustig und so. Und dann können wir jetzt schauen. Und darum verkaufe ich jetzt
sage jetzt mal, mehr als der durchschnittliche Komiker wahrscheinlich in der Schweiz im Moment. Und ich bin mir aber wie bewusst, das wird mal oben runterkommen. Und das wird sich dann wieder jetzt bei wahrscheinlich in der Hälfte von dem, was ich heute habe, wird sich das einpendeln und das was ist dann immer auch okay. Noch, immer noch sehr gut ist. Was immer noch sehr okay ist und mit dem kann ich mega gut leben. Aber ich will so wie den Moment nie vergessen, dass ich das mal dürfen haben. Und darum gehe ich wirklich nach jedem Soundcheck, den wir machen, wenn niemand mehr im Saal ist, gehe ich nochmal auf die Bühne und stehe einfach an, wirklich für eine Minute und suche wie einfach den Saal ein. Und ich kann bei jedem Ort, wo ich auftreten bin, sagen, wie der Saal leer aussieht. Yeah. Ich habe den wie so geistig abgespeichert und gewusst, der ist nachher voll. Und wie unglaublich geil ist das und wie dankbar muss ich sein, dass ich das machen darf. Mega geil. Weil das ist etwas, wo man gar nicht kann. Man kann es ja auf der Bühne im Moment nicht geniessen. Sonst funktionierst du nicht mehr. Genau. Also sonst würdest du du bist am Arbeiten. Eben, also. sonst würdest du heulen zusammenbrechen. Das ist wie ein Fotograf, der ein Topmodel fotografieren darf. Im Moment selber findet das wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig geil, weil er ist am Arbeiten, oder? Ja, und im Nachhinein, die zwei, drei, die wir jetzt... gut, es gibt noch zwei, drei, die auf einer schwarzen Liste sind, die ein bisschen zu geil gefunden haben während dem Arbeiten. Aber ich sage jetzt im Normalfall, wenn du professionell arbeitest, dann ist der auch in einem Tunnel und dann ist der aufs Bild konzentriert und merkt erst nachher, boah, was habe ich denn da für einen wunderschönen Mensch vor mir gehabt, oder? Das ist wahrscheinlich etwas Ähnliches. Ja, das ist zum Beispiel das, wo ich beim Quatsch Comedy Club habe ich einmal müssen den Schlussapplaus filmen, damit ich es nachher können anschauen konnte. Weil in deinem Kopf können so viele Sachen, der Moderator steht auf der Bühne, sagt einen Namen nach dem anderen und du konzentrierst dich auf so viel Scheiß. Wirklich so, was mache ich jetzt? Linker Fuß, rechter Fuß, okay, ich wink. Okay, in dem Fall, warte, ich verbiege mich noch schnell. Ja. Das sind alles Sachen, die in deinem Kopf abgehen, sonst funktionierst du nicht. Ja. Und wenn du das wirklich einfach würdest, so easy, dann... Was hast du jetzt gerade gesehen? Irgendeine Heavy-Metal-Band hat jetzt das letzte Konzert in LA. Der eine hat dann so ein Video gepostet, wie einfach am Schluss der Sänger einfach etwa 3 Minuten nur dort steht und einfach in das Stadion schaut. Wahnsinn. Das LA Forum oder was weiß ich. Wo wirklich einfach, das machst du, wenn etwa 16'000 nochmal kommen, du hast die Abschiedsding, Slayer oder irgend sowas. Ich erfinde jetzt Krokus, glaube ich. Ja. Die hat es doch geschafft, an ihrem letzten Konzert noch ausgebaut zu werden. Das musst du auch zuerst mal anbringen. Ja? Also vor dem Konzert, muss man fairerweise sagen. Sie haben statt einer Vorband haben sie einen Teil von ihrer Biografie-DVD gespielt. Aha. Im Hallenstadion auf den Screens. Ja. Und Fans haben wahrscheinlich so die ersten 30 Sekunden gedacht, ja gut, das ist einfach ein Intro. Bis mal so nach 10 Minuten gemerkt haben, die meinen da ernst. Die zeigen jetzt wirklich ihre Biografie, bevor sie auf die Bühne kommen. Oh, Und das macht jetzt nicht extrem warm, so als Fan, wenn du an ein Rockkonzert gehst. Und da hat es, glaube ich, recht viel Pfiff gegeben. Und nachdem sie rausgekommen sind, ist ja logisch gewesen, hat sich dann wieder beruhigt. Aber ja, ist jetzt nicht die beste Vorband. Scheiße. Aber man kann ja auch Komiker nehmen als Vorband, so zum Beispiel. Ja, das hast du ja auch schon gemacht. Ja. Ich habe mal für den Blick. Blick? Und dort bin ich ja noch nicht mal lustig gewesen. Also, das ist ja wirklich, das war mit dem ersten Programm gewesen, mit unglaublich schlechtem, teilweise geklautem Material, das wirklich extrem mies war. Und schlechtes Timing und alles. Und das Schlimmste ist, ich habe den Marco getroffen letzte wieder. Und der hat noch das Video gehabt, das wir bei ihm im Büro aufgenommen haben, wo ich mit meinem Papi vorbeigegangen bin. Und ich meine, was bin ich dort gewesen? Ich weiß auch nicht, in 4, 25, so. Und habe vor ihm und seinen zwei Manager habe ich die Nummern vorgespielt. Du hast auch schon vor zwei Leuten gespielt. Es gibt nichts Schlimmeres. Yeah. Oder? Also, es, ist wirklich, es lacht niemand, sie sitzen dort, machen Notizen. Und nachher haben sie gesagt, ja, ist gut, okay, komm mal. Was war das für eine Nummer gewesen? Hey, was ist die Zugnummer? Nein. Die von dem Talent? Ja, also Flirten war sicher drin gewesen. Aber bei den Talenten hast du ja noch quasi in die Hose geschifft. Genau, das ist bei den grössten Schweizer Talenten. Das war eigentlich der Anfang gewesen. Also das habe ich auch bewusst so gemacht. Ich habe gewusst, ich fange an Comedy machen und ich habe ein Datum für die Premiere. Mhm. Ohne jemals einen Tryout gemacht zu haben. Und ich habe gesagt, wir gehen ins Kaufleute und machen die Premiere. Kenne ich. So dumm bin ich. Und habe dann wie als Promoschritt vorher mich bei den Schweizer Talenten angemeldet und dort meinen Auftritt gehabt. Und es ist dann auch gut gegangen. Es hat irgendwie dreimal Ja gegeben und ich bin dann aber gleich nicht weitergekommen. Und das ist eine spezielle Erfahrung gewesen, aber natürlich einfach ein geiler Promo-Move. Und dort bin ich auf die Bühne und habe zuerst mal von Nervosität in die Hose gemacht. Also ich einfach so mit einer kleinen Spritze in der Hose habe ich es dann einfach so runterlaufen lassen. Und die Leute sind natürlich fast gestorben. Das ist wirklich lustig. Und das ist vor allem gerade etwas, was du gesagt hast, weil du hast noch vor mir angefangen mit dem ersten Solo. Und das ist eben zu einer Zeit gesehen. Wir haben es die ganze Zeit davor, wie jetzt überall Open Mics und ein klarer Weg ersichtlich ist, wie man Komiker werden kann.
Und wir haben es kürzlich am Telefon haben davon gehabt, wie wir irgendwie im weissen Wind, offene Bühne, wo aber wirklich noch alles auftreten ja, ist. Vom Jongleur über. Es ist nicht Stand-up-spezifisch gesehen. Und dort hat es wirklich Zeugs gehabt. Also es ist wirklich, ich würde es auf keinen Fall missen, weil es hat so geile Momente gegeben, wie eben zum Beispiel da oben, wo ich den Charlie kennengelernt habe, wo wir es davon gehabt haben, ja. Wirklich 8 Leute im Publikum gehabt. Ja. Und selber auch noch reingesessen. Also, ja. Dort hat es noch einen gehabt, ich weiß nicht mehr, der heisst, der hat ein Kasperli-Theater gemacht mit dem Publikum. Das mag ich mich gar nicht mehr erinnern. Doch, und hat Leute, also eben die paar, die dort gewesen sind, und hat er so an die Hand genommen und ist mit denen so durch die Reihe getanzt und alles. Ja. So eine Sache ist absurd. Und das, ich habe das Gefühl, das muss man auch machen. Also eben genauso wie mit dem Blick dann auf die Tournee gehen, als Vorband, das war herzig, du Stand-up. Also du wirst ja einfach... Also zuerst mal Respekt für den Blick, wo das gemacht hat. Also wo gesagt hat, schau, ich will jetzt mal etwas anderes machen, yeah. Ich wage das jetzt. Ich nehme einen Komiker, dann noch einen Jungen, den keiner kennt damals. Yeah. Mich hat man da in Zürich ein bisschen gekämpft von Energy, ja, aber sonst Büssi. Nicht. Genau. Mhm. und der hat das wirklich gewagt. Und das Schlimmste sind eigentlich die Blick-Fans gewesen, so die Hardcore-Fans, die an jedes Konzert mitgereist sind. Weil die haben dann das Material nach der zweiten Show gekannt. Und ab der dritten haben sie Pointen angefangen zu reinrufen. Natürlich komplett weg vom Timing. Also bist du nicht, baust du Pointen auf und irgendeiner in der ersten Reihe ruft Pointen rein. Und das war dann noch mäßig erfolgreich gewesen, logischerweise. Also ich weiss nicht, im Z7 habe ich spielen in Pratteln. Und das ist der schlimmste Auftritt gewesen. Also wirklich, dort habe ich es geschafft, dass wirklich 20 Minuten keiner gelacht hat. Und dann stehst du dann aber dort vor irgendwie, was hat das Z7? 2000 Leute, 2500 Leute, so. Ja. Irgendwie um das herum. Und von denen stehst du dann. Dort ist noch dazu gekommen, währenddem ich vorne performt habe, hat es aber keinen schwarzen Vorhang gehabt, sondern sie haben hinten dran Bühnen aufgebaut. Ah, also, großartig. Du hast performt und hinten haben sie angefangen, Bühnen aufzubauen und so. Das ist natürlich auch und hat jetzt nicht unbedingt für die Aufmerksamkeit gesorgt. Das waren dann noch verschiedene Scheiße. Umstände. Oder? Ich habe ein Vorprogramm von Oli Pocher gespielt in Amriswil. Ist das Vorprogramm oder Pause? Pause, also yeah. nach der Pause, genau. Und dann nachher habe ich gemerkt, die Leute sind ein bisschen nervös und fangen so an zu schwätzen und so. Und du bist bei den anderen Orten nie gewesen bei ihm. Und dann nachher irgendwann dann wirklich die ersten anfangen zu pfeifen und so. Ach, was ist denn jetzt los? Und dann bin ich relativ frustriert in der Bühne. Da habe ich gesagt, alles gut. Weißt du, wir sind hier an der deutschen Grenze. Hier hat es wahnsinnig viele Deutsche, die haben mich nicht verstanden. Ach so, ja, die haben mich einfach nicht verstanden. Ja. Scheiße. Ich hab das Vorband-Feeling habe ich nur einmal gehabt. Da bist du auch entfernt dabei gesehen. Du bist, glaube ich, sehr übernachtigt gesehen. Bei jeder Appenzelt. Ja. Ist vor 2 oder 3 Jahren die grosse Idee gesehen, dass man auch Komiker vor dem Europaplatz-Konzert auftreten lässt. Und das hat wirklich am Telefon hat das gut getönt, diese Idee. Yeah. Weil ich das Gefühl hatte, das wird dann auch kommuniziert. Mm. Das ist nicht so der Fall gewesen, sondern Kollege Michel Biri geht auf die Bühne und sagt, wer ist da für den Mimix? In Luzern wohl bemerkt. Gell? Natürlich, ja. Und der halbe Platz schon am Ausrasten. Ja. Und dann hat er, wer ist da für Hecht? Der ganze Platz am Ausrasten. Und dann sagt er, und da ist er, der Joel von Butzenbach. Ich habe noch die Aufnahme. Ich habe sie wo wir sie auch drauf, dann bei jeder Zeit auftreten sind, habe ich sie hast abgespielt. Hast du gespielt, ja. Mit einfach so. Das ist so plus minus die Reaktion gesehen. Und dann kommst du und eben, du musst ja dann quasi zuerst noch erklären, was du machst. Ja, ja. Wobei, du hast immerhin vor Publikum gespielt. Also, ich glaube, im gleichen Jahr, oder war es im Jahr vorher gewesen? Nein, es war im Jahr vorher, in meinem ersten Jahr bei JZ, haben sie die Idee gehabt, lass die Komiker in der Glasbox auftreten. Ah, ja, ja. Also dann hast du noch eine Scheibe zwischen dir und dem Publikum. Das habe ich nämlich abgesagt. Du bist alleine in dem Studio rein, mit dem Moderator und musst dann deine 5 Minuten performen. Yeah. Von niemandem. Und ich bin immerhin, durch das, dass ich selber eben die Situation kenne, so geistesgegenwärtig war und habe irgendwie den Fabio Nein aus dem Backstage gesagt, komm wenigstens dazu, macht beide Mikro auf. Wir lachen einfach ein bisschen mit, weil sonst ist der OMC total verschossen, oder? Also haben wir dann dort wirklich so, also wie Glockhöre dort, einfach noch ein bisschen mitgelacht und mitklatschen. Also es war schon lustig, aber ich habe eh schon alles gekannt. Ja, logisch. Und die Leute draussen an der Scheibe hat es nicht interessiert und so. Das ist, für Comedy das richtige Setting zu haben, ist extrem entscheidend. Das ist das, was momentan sehr spannend ist zum Beobachten, weil halt alle irgendwie auf den Comedy-Zug aufsteigen wollen. Mhm. Hast jede Location, die sagt, wir machen auch noch Comedy. Mhm. Ja. Aber es ist zum Teil noch schwierig, wenn dann ein Licht an ist und das Mikrofon nicht richtig funktioniert.
und so, dann wird es langsam schwierig. Ja. Weil eben, wir haben uns eigentlich nicht durch die Comedy kennengelernt, sondern tatsächlich zuerst durchs Radio. Das stimmt, ja. No, beim Energy. Ja, ja, haben wir uns auf Mütliberg das erste Mal gesehen? Ich weiß das gar nicht. Nein, wir haben uns im Casino-Theater das erste Mal gesehen. An einer Premiere von Epom. Okay. Ich weiß nicht mehr, Bröcki oder irgendwie so. Ja, das könnte noch sein. Und ich habe wirklich frisch angefangen mit den Krücken und dem gebrochenen Bein und all dem Zeugs. Und dann, was war auf dem Mietliberg? Das war irgendwie 10 Jahre Energy Fest. Ah nein, das war später. Zuerst sind wir noch Barcelona. Oh, Barcelona war auch schön. Ja. Zuerst sind wir noch schnell auf Barcelona. Ja. Ein längeres Wochenende. Bist du auch gerade am überlegen, welche Geschichten kann man erzählen und ja, natürlich. Logisch. Also Energy ist ja schon... ich sage jetzt damals, hä? Natürlich. Damals. Ein reines Vögelunternehmen gesehen. Ja, ja. Das ist heute natürlich nicht mehr so, weil es sind auch nicht mehr die gleichen Leute am Ruder und so, also von dem her. Überhaupt nicht. Nein. Und es ist auch jetzt auf viel mehr Bereich aufgeteilt. Das stimmt. Ja. Man hat jetzt mehr Möglichkeiten. Definitiv. Zum Schaffen. Definitiv. Und was bei dir immer faszinierend war, ist, du bist eben so ein richtiger Radiokopf. Du bist einer, der Radio machen an sich liebt, die ganze Mechanik, in einem Mikrofon schwätzen. Ist das gesehen, weil du früher irgendwie Radio... Ich habe scheiße ausgesehen. Das ist doch so einfach. Also Herrgott nochmal, dass ich es jetzt selber haben müssen sagen. Ja, aber du bist ja trotzdem mal rosa am Zelt füllen. Ja, ich weiß auch nicht, ob die Leute auf dem Billett... Für Comedy muss man ja nicht aussehen. Ja, eben, und du hast, also wirklich, du hast die extrem gesteigert. Ja, das stimmt. Es ist besser geworden. Von früher zu jetzt, ist faszinierend. Ja, es gibt also auf meinem Social-Media-Kanal Bilder, wo ich so irgendwie 18, 19 Jahre war. Da muss man sagen, doch, das ist jetzt wirklich in eine bessere Richtung gegangen. Also, wenn du jetzt so schaust, würdest du dich gerne so neben Robbie Williams und Will Smith und so nochmal mit dem jetzigen in Photoshop. Das ist lustig, weil es etwas, wo ich wirklich, das kann ich von mir behaupten, ich bin null eitel. Also wirklich, das ist mir so egal und ich poste Bilder von mir. Ich bin schon angestanden in Pampers, jetzt auch irgendwie vor 2 Jahren für ein Video. Was wirklich erbärmlichst ausgesehen hat. Klar, ich sage, wir haben den Vorteil, wir können dann sagen, ja, es ist Comedy, oder? Sonst würde man es wahrscheinlich auch nicht machen. Aber auch das damals war ja nicht Comedy gewesen. Und die Bilder stören mich null. Und eben, ich poste die heute sogar noch und sage, okay, ja, es hat ein bisschen scheiße ausgesehen, aber es ist eigentlich gleich noch geil gewesen. Wann kannst du mit 18 schon neben Will Smith stehen? Also, wann kannst du mit 19 Jessica Alba treffen? Also, das haben jetzt die wenigsten wahrscheinlich in diesem Land gemacht. Und von dem her, nein, ich will es überhaupt nicht missen. Ich würde wahrscheinlich... wenn ich jetzt so mein 18-, 19-Jähriger ich wieder treffen würde, einfach sagen, hey, es kommt alles gut, chills. Also, weißt, das finde ich das Wichtigste. Aber ich glaube eben, dass, weil man damals eben nicht immer sich sicher ist, ob es gut kommt, ja, natürlich. Kommt es überhaupt so weit? Ja. Ich glaube, wenn 16-Jährige oder 18-Jährige ich würde wissen, es kommt eh alles gut, dann... Kommt es nicht so weit. Ja. Dann landest du auf der Straße. Ja, dann steigst du dich nicht mehr an. Ja, es ist doch so, ja, wenn du es eh schon weißt. Also... Als ich auch noch bei Energy geschafft habe, bin ich immer gefragt worden, weißt du, so, alle die Stars, die halt dann bekommen, so Nelly Furtado etc. und so, wie sind die und so. Und bei ganz wenigen findest du irgendwie, oh, unglaublich. Oder meistens sind sie eben noch ein bisschen mühsam und so. Aber so ein Will Smith, spürst du dann richtig das Charisma vom Weltstar? Aber richtig. Schon, oder? Also, muss ja sagen, für die, die jetzt zulassen und nicht in den Medien arbeiten, die 5. Ich bin mir nicht sicher, ob überhaupt 5 zulassen. Einfach, dass ich das gesagt habe. Das stimmt nicht. Da muss man vielleicht erklären, oder? In der Regel ist es unheimlich kompliziert, an die Leute anzukommen. Also, die sind auf Promo und da kommt. Also bei Eva Longoria unterschreibst du einen 4-seitigen Vertrag mit Questions not to ask. Ja, also logisch. Alles, was du nicht sagen darfst, nur in der ersten Frage, die sie beantwortet, beantwortet sie etwa 6 Fragen schon von sich aus, die du nicht darfst fragen. Aber das ist ja ihre Entscheidung. Genau. So. Es ist natürlich auch ein Good Cop, Bad Cop Spiel. Genau. Oder? Also die Manager sind immer wahnsinnig dumm. Und wenn ich etwas gelernt habe, dann je grösser der Star, desto einfacher ist er. Und desto professioneller ist er. Und der Will Smith hat das wirklich auf die Spitze getrieben. Die haben uns dort bestellt, ins Dorchester Hotel auf London, dann bist du dort unten angekommen und dann hat es geheißen, ja, erster Stock ist Interviewraum. Und dann bist du dort so in einem Vorzimmer gesessen und da sind irgendwie 5 Journalisten dort gesessen. Und dann irgendwann geht die Türen auf und dann kommt Will Smith und sagt, okay, was next? Und
Dann denkst du so, also, wieso kommt der zu uns holen? Und dann sitzt du rein und dann denkst, gut, jetzt sitzt dort noch in der Regel ein persönlicher Manager, ein Pressevertreter plus einen von der Plattenfirma und vom Filmverleih und wahrscheinlich auch noch einer vom Hotel. Da sitzt der einfach alleine drin. Ja. Und du denkst so, wo sind die Leute, die schauen, dass du nichts Falsches fragst? Ja. Und wo schauen, du hast den können fragen, was du willst, du hast mit dem können machen, was du willst. Er hat geheißen, keine Selfies machen. Mhm. Er gefragt, willst du noch ein Selfie machen? Also es ist wirklich so, das ist ein ganz anderer Level. Und dann, das ist so ein bisschen die Fallhöhe, die du dann gehabt hast als Blickjournalist. Am nächsten Tag bist du als Musicstar-Final und der Z-Platzierte hat dir noch ein Interview gegeben, wo dann eben noch drei Leute reingeschwätzt haben, was du darfst fragen und was nicht. Und dann so denkst, sind wir sicher, dass das Verhältnis stimmt? Ja, aber das ist ja immer so. Also, natürlich. Je kleiner, desto dümmer tun sie auch. Yeah, also, es gibt auch bei uns, beim Drühl, Schweizer Künstler, die vorbeikommen, die sich aufführen wie weiss ich wer. Oder, und wenn sie in einer Liste siehst, würdest du sie überlesen, weil du noch nicht mal weißt, wer die sind. Heute oder? Jemand müssen für 3 vor 3 für ein paar Tage interviewen, wo sie sagt, ich will meine Nummer nicht rausgeben, gebt mir ruhig, ich rufe dann an. Und yeah, du denkst, willst du mal in mein Handy schauen? Dort hat es 500 Nummern, die wichtiger sind als deine. Also wirklich, komm mal oben runter, wir sind in der Schweiz. Wenn der Roger Federer das sagt, verstehe ich. Wenn der DJ Bobo sagt, verstehe ich, dass der nicht jedem Double seine Nummer geben will. Yeah. Aber du bist irgendwo ein Regionalkünstler, also jetzt chill's mal, wirklich. Das ist absolut richtig. Ich kann gar nicht mehr dazu sagen. Nein, das ist so. Ich bin auch schon für Podcasts eingeladen worden, von Leuten, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe, die dann ihren Manager mir schreibt, wo ich persönlich antworte. Weil hätte ich denke, ich, wieso hätte hat der Manager? Hätte ich nicht sollte machen, gell? Nein, das war nicht du gewesen, das kann ich festhalten. Aber nein. Das ist wirklich, wo du dann denkst, hey, wirklich, nehmt euch nicht so wichtig. Ich weiss, es ist ein Ziel, in die Showbranche zu kommen, aber versuch es doch mit Talent und nicht mit dich aufspielen. Aber das ist, ich glaube, das ist noch ein bisschen schlimmer geworden in den letzten Jahren aufgrund von Social Media und so, weil ich sehe das in allen Bereichen. Sei es Musik, sei es Comedy, Schauspiel kenne ich mit zu wenig aus, aber dort sicher auch. Mhm. Wie die Leute mittlerweile extrem fest gelehrt haben, ihrer Meinung nach, sich zu vermarkten, aber eigentlich gar nichts zu vermarkten haben. Ja. Yeah. Ja, das ist ja der Dreck an Social Media. Oder? Zum einen ist der ganze Meinungsdünnschiss, wo wirklich einfach jeder zu allem irgendetwas kann sagen kann. Und es wird dann auch noch gelesen und gehört. Und du denkst, hey. Und in den schlimmsten Fall bestätigt. Genau, in den schlimmsten Fall noch bestätigt. Oder? Und das gibt den Leuten manchmal fälschlicherweise das Gefühl, dass ihre Stimme wichtig sei. Ja. Und das ist sie nicht. Das ist sie von uns zwei nicht und das ist sie von jemand anderem. Wenn der US-Präsident etwas sagt, hat sie irgendwo noch ein Gewicht. Oder? Aber auch bei ihm ist es eigentlich... Eben, ja, ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Eine Verdünnisierung, weil er ja nicht ein Tweet raushaut genau. In der Woche, sondern 30 genau. In einer Stunde. Ja, er sucht sich seine Bestätigung ja auch dort. Also genau. Er ist wirklich das Abbild von der Gesellschaft und darum auch gewählt. Also das ist ja nicht zufällig passiert. Aber darum ist er damals gewählt worden, weil genau. Sie haben genau gesehen, aufgrund von Twitter und Retweets, was resoniert und was nicht. Genau. Das ist der beste Barometer gewesen. Absolut, absolut. Und Social Media, wobei eben, man muss dann auch aufpassen, es wird oftmals auch so, ich finde auch bei Journalisten, also eben, das ist ja, Anja Zeidler kann irgendeine Insta-Story machen und in 20 Minuten geht, glaube ich, eine Alarmglocke los und es wird ein Artikel verfasst. Ja, aber sie hat ja irgendein Jahresabo bei denen gelöst. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber es ist einfach peinlich. Also es wäre mir auch peinlich, wenn ich sie wäre, wenn ich jetzt neu lockige Haare habe und das ist nachher einfach eine Geschichte, würde ich dann auch... Ist bei dir aber eine Zeit lang auch gesehen? Jein. Mit also Verlobung etc. Ja, natürlich. Aber gut, also neue Frisur oder eine Verlobung ist ja dann schon nochmal eine andere Stufe. Gut, aber, bei gewissen Leuten ist es gleich. Ja, das stimmt. Nein, aber es hat jetzt ganz viele auch Geschichten gegeben, eben wo Journalisten mir aufgrund von Insta-Stories angerufen haben, wo ich gesagt habe, hey, sorry, also das sage ich nichts dazu. Yeah, also, das ist keine Geschichte, das tut mir leid. Ich bin mega gerne dabei, wenn man etwas machen will, weißt, was ihnen sinnvoll ist. Yeah. Aber eben, hat ein Meinungsdünnschiss da und dann werden noch Promi Z bis Y werden befragt zu, was sagst du zu der Verspätung von der SBB? Was soll ich sagen? Yeah. Ist, und vor allem, eben, meine Meinung ist so nicht wichtig. Oder? Yeah. Und das ist halt das Problem und das geht in das hinein, was du sagst, oder? Dass ich heute alle so wichtig nehmen aufgrund von Social Media, auch, dass sie das Gefühl haben, ich brauche einen Manager und weiss ich was. Und das Problem ist aber oft auch, dass die Leute dann meinen, Büsser muss ich jetzt dann noch über SBB-Züge auslassen. Genau. Dabei ist es eben genau umgekehrt, dass Leute dir Journalisten ansagen, genau. Könntest du noch bitte etwas sagen zu den SBB-Zügen? Ja, oder ich werde auch regelmäßig so auf Instagram, kannst du bitte etwas zum Klimawandel sagen? Nein, ich glaube nicht. Scheiße. Also, ja, vor allem, was soll ich sagen? Soll ich sagen, ich finde es geil, oder was? Also,
Das ist so absurd, oder? Das ist so, wenn du kein Statement machst, machst du eben auch schon wieder eins heute. Und das ist eben die Perversion am Ganzen. Ja. Yeah. Ja, es ist jetzt zum Beispiel in der Comedy-Szene ist ein riesen Ding gesehen, wo Louis C.K. Genau. In der Schweiz auftreten ist. Und jeder Komiker hat, und jede Komikerin hat etwas müssen dazu sagen. Und wenn du nichts gesagt hast, bist du für ihn gewesen. Eben. Dann hast du im Zweifelsfall hast du gerade schon mitvergewaltigt, oder weiss ich was. Ich sag nichts dazu, weil es bringt nichts. Ja? Ja, es ist manchmal auch schwer, seine Meinung zurückzuhalten, so, bei gewissen Sachen. Muss man auch mal sagen. Aber eben, in vielen Fällen denkst du dann nachher, es wäre vielleicht gescheiter gewesen, hättest du nichts gesagt. Also jetzt auch bei mir selber. Ich würde heute auch ganz vieles nicht mehr sagen oder nicht mehr posten, was ich vielleicht mal gemacht habe. Aber das ist ja ein Learning. Ich habe immer das Gefühl, man kann ja mega viel sagen, ohne dass man es die ganze Zeit in den Handy muss sagen. Genau. Also man hat ein Bühnenprogramm, man hat auch eben in dem Fall eine Radiosendung oder einen Podcast oder was weiß ich. Man sagt, wahrscheinlich habe ich jetzt über die letzten, heute ist die 10. Folge, über die letzten 10 Folgen wahrscheinlich noch nie so viel Meinung von mir geben, wie hier. Aber es ist halt in einem kontrollierten Outlet. Und vor allem ist es für eine überschaubare Menge von Menschen, die es dann eben spezifisch interessiert. Genau. Und das ist ja eher mit Social Media. Ja, und das macht es ja mühsam für die Journalisten. Genau. Oder? Weil sie müssten jetzt unseren Podcast dann irgendwie 4,5 Stunden lang durchhören, weil vielleicht irgendwo ein Primär könnte drin sein, anstatt dass einfach eben eine Insta-Story gemacht hast, die sie 15 Sekunden gekostet hat. Ja, logisch. Und am besten die einfach noch embedden. Genau. Ja. So. Dann hast du auch noch Klicks und mit dem kannst du wieder Werbung verkaufen und davon abgeben musst du ja nichts. So ist es. Dann läuft es ja perfekt. Ja. Was mir so erstaunt hat, wenn wir es vorher schon von Will Smith hatten, er hat zum Beispiel einen gesehen, der sehr spät ins Social Media Game eingestiegen ist, aber richtig. Und meiner Meinung nach hat er dort auch wirklich seine Karriere nochmal angekurbelt. Ja. Weil eigentlich hat er nicht mehr groß. Eigentlich ist er vorbei, vom Alter her und allem. Ja. Und dann ist es richtig los. Aber immer, es ist Authentizität, oder? Ich sage jetzt auch, ich habe zum Beispiel jetzt mega Mühe mit TikTok. Weil ich so finde, das ist so eine App für Junge und die machen ihre Tänze da drauf. Natürlich gibt es mittlerweile 100 andere Sachen. Ich fühl mich mega alt, weil ich check bis jetzt noch nicht genau, was TikTok macht. Ich auch nicht. Okay. Und ich habe mich doch auch länger damit beschäftigt und finde immer noch so. Aber zum Beispiel der Nick Hartmann ist auf TikTok. Wirklich? Der macht wirklich geile Videos. Ah ja? Ja? Wo ich einfach muss sagen, eben, der ist älter wie ich, oder? Wo ich dann sage, ja gut, also das ist wahrscheinlich mein Fehler. TikTok-Hartmann. TikTok-Hartmann, ja. Und das, ja, der kriegt das irgendwie auch noch auf eine coole, aber auch authentische Art und Weise. Eben. Also, dann macht er sich innerlich lustig darüber, dass er jetzt schon so alt ist und also, weißt, ganz mäßig, oder? Yeah. Aber dann auch, ja, und auch geil, aber er sieht dort irgendwie etwas, was ich noch nicht gesehen habe. Und ganz ehrlich, bin ich auch ein bisschen müde. Also, weißt, ich mag nicht nochmal eine Plattform bedienen. Es ist so. Ich bin genug beschäftigt mit denen, die ich habe. Ja, und die tust du jetzt auch weiter beherbergen. Also es ist nicht der Plan, dass man die irgendwann sie lässt, sondern... Ich verkaufe das irgendwann. Nein, es ist... Also das Ding ist halt einfach, du weißt ja nie, wie lange das hält, oder? Das ist ja darum sage ich auch immer noch vom Hype, oder? Yeah. Nachhaltigkeit von Social Media ist noch überhaupt nicht bewiesen. Yeah. Nur weil ich jetzt 120'000 Follower habe auf Instagram, das heisst noch lange nicht, dass ich wegen dem dann auch Billett verkaufe. Yeah, das heisst noch lange nicht, dass ich die in 3 Jahren immer noch habe. Vielleicht ist in 3 Jahren wie mit Facebook, Instagram dann tot. Und dann müsstest du eben dann eigentlich auf der neuen Plattform sein, um das weitermachen. Wer hat das gesagt? Irgendjemand hat das gesagt? Ach, ich weiß nicht mehr. Irgendjemand hat gesagt, ich habe das gelesen, einen Artikel habe ich gelesen, im Wired, wo die These aufgestellt worden ist, die Plattform ist immer grösser als du. Ja. Und dann hast du so ein Beispiel gesehen, stell dir vor, ein YouTuber, der eben nie gross auf Facebook, Insta und was weiß ich gesehen ist und auf YouTube 2 Millionen Abonnenten hat und jeden Tag da seine Game-Videos aufladen und was weiß ich. Und stell dir vor, morgen ist YouTube weg. Ja. Was macht er denn? Genau. Das finde ich mega spannend. Das ist mitunter der Grund, warum ich nie aufgehört habe mit Radio machen. Nebst dem, dass ich es einfach wahnsinnig gerne mache. Yeah. Ich habe immer gesagt, das sichert mein Grundeinkommen. Yeah. Ich habe immer gewusst, Radio und in dem Fall dann auch Fernsehen später, das ist mein Grundeinkommen, mit dem zahle ich meine Miete. Alles andere ist on top. Comedy, klar, mittlerweile könnte ich auch von der Comedy alleine leben. Aber das ist alles on top, weil ich dem allem nie vertraut habe. Ich meine, ich hatte Management-Anfragen von Leuten, die einen Bändrit etc. gemanagt haben. Wo du musst sagen, ja, okay, ist gut gelaufen. Also weißt du, wenn ich jetzt auf das gesetzt hätte, dann musst du einfach sagen, ja, du weißt einfach nicht, das ist so volatil alles, oder?
Von dem her, ja, Börsenkurs sind verlässlicher. Ja, tatsächlich, wirklich fast. Also, ich bin dort, dort bin ich vielleicht naiv, aber ich, am Schluss glaube ich immer noch, es zahlt sich nur harte Arbeit aus und Hypes werden immer schnell wieder weggehen. Du bist für mich aber auch das Paradebeispiel von, ich kenne wenig Menschen, wahrscheinlich keine, wo so viel und so hart arbeiten wie du. Ja, also, aus Mangel an Talent. Nein, das ist jetzt das überhaupt nicht, nein, es ist nicht zum Tiefstapeln. Es ist wirklich, ich glaube ganz, ganz fest daran und ich bin der lebende Beweis für den Satz «Hard work beats talent». Ja, das finde ich aber auch. In, allem, was ich mache, bin ich bei weitem nicht der Beste. Es gibt viel bessere Stand-Upper, es gibt viel bessere Fernsehmoderatoren und es gibt auch bessere Radiomoderatoren als mich. Ich bin in der Mischung ziemlich einzigartig. Das ist mein USP. Ja. Und ich finde... Und ich mache mehr wie die meisten. Ja. Im gesamten Arbeitsvolumen. Mhm. Das ist der Grund für meinen Erfolg. Aber nicht, weil ich besser wäre als andere. Ja, also du bist schon ein sehr guter Moderator. Ja, aber es, wie gesagt, es gibt bessere. Also auch bei uns im wenig. SRF. Ja, aber... Ich finde eben... Du kannst mich alles machen lassen und es wird nie peinlich. Das ist super bei mir. Und wenn denn gewollt? Und wenn dann gewollt? Ja, das kann ich aber auch. Ja, das kann ich schon. Ich stehe einmal in den Unterhosen von 2000 Leuten und fange die SMA so an. Das ist kein Problem, das kann ich alles machen. Aber du wirst nie müde, oder? Also, doch, extrem. Körperlich müde, aber psychisch? Mal, das haben wir das erste Mal. Wirklich? Ja. Das ist der Sommer, das erste Mal passiert. Das haben mich immer alle gewarnt, unter anderem der Tom Gisler, wo ja da war. Ja. Yeah. Und der hat mir im Februar oder März, hat er wirklich mal so, nur in einem Zwischensatz so zu verstärken, jetzt musst du mal auf die Bremse, gell, das kommt nicht gut. Yeah. Und dann hat er recht gehabt. Head on. Yeah. Ja. Und es ist wirklich so, dass ich im Sommer bei der schon zweiten Donnerstagjahrssendung ist das Signet abgegangen und ich bin an meinem Pültchen gestanden und habe so null Freude gehabt. Und dann dachte ich, eigentlich schießt es mich an. Mm. Und habe gewusst, das ist jetzt ganz ein schlechtes Zeichen, weil ich finde das hure geil, was ich dort machen darf. Yeah. Und es macht hure Spass. Du hast eine halbe Million Zuschauer, du hast 4000 Leute auf dem Platz, es klopft wie Bolle. Und du stehst so dort und hast keine Freude. Und jeder, der vorbeiläuft und noch irgendwie, hey, bist du, denkst du, was bist du für ein Mongo? Yeah. Und dann merkst du aber, nicht er ist der Mongo, sondern du bist es. Ja, oder? Du bist dann so zynisch. Du bist der Zyniker, yeah. du bist nicht mehr dankbar für das, was du darfst machen. Und das hat damit zu tun, dass ich einfach zu viel gemacht habe, vor allem. Yeah. Und das war der Moment, wo ich wusste, jetzt muss ich auf Bremse. Und dort bin ich dann auch mit meinen Chefen geredet. Und darum haben wir jetzt die Reduktion gemacht aufs neue Jahr. Und jetzt habe ich viel frei wieder in meinem Terminplan. Und ich gehe jetzt noch in Meditation 10 Tage. Zum mal ein bisschen oben runterfahren und meditieren lernen. Schwiegemeditation. Schwiegekloster, oder? Ja, wo du einfach 10 Tage Schnurren hebst. 10 Tage Schnurren heben, mit niemandem reden. Der Vorteil, auch niemand redet mit dir. Das freue ich mich noch fast mehr. Aber das Geile ist, dass, wenn du jemand vor über 2 Jahren gesagt hast, ich gehe mal 10 Tage schweigen, wahrscheinlich hättest du sogar noch viel Geld dafür gekriegt. Wahrscheinlich, ja. Eben so von den netten Zuschriftern, die dann gerne mal ins Studio schreiben und so. Ja, genau. Das ist krass. Wenn ich die zweite Sendung sehe? Das war etwa 10. 11. Juli, so um das herum. Ah, eben, weil wir sind noch ein paar Tage, haben der Charles und ich Mallorca besucht. Mallorca. Das war vorher gewesen. Das war vorher gewesen, genau. Okay. Ja, eben, und das ist eigentlich noch ein schlechtes Zeichen, oder? Wenn du vorher noch, in meinem Fall, 2 Wochen zu Mallorca in der Ferien warst und du kommst zurück und bist eigentlich schon überlastet. Ist aber, weißt, ganz ehrlich, auch ein bisschen anstrengend, wenn der Charles und ich dort sind. Verstand ich. Das ist natürlich richtig, ja. Wobei ich immer noch finde, wir müssen 3 Tage am Ballermann gehen, um einfach ein neues Programm zu schreiben. Also das ist logisch. Das ist ja schon eine geile Welt dort. Ich habe mich, ohne Scheiß, ich kann es nicht anders sagen, ich habe mich so wohl gefühlt. Ja. Weil ich bin so ein Mensch, ich fühle mich wahnsinnig schnell unwohl in der Öffentlichkeit. Ja. Und ich weiss, eben, du, bei dir ist es 100-mal schlimmer. Und wir haben es dort aber auch angekriegt, weil eben gerade die Schweizer dann noch nicht Ferien hatten, sondern nur Deutsche. Ja. Und ich bin aber einer, ich fühle mich auch schon, wenn ich einfach hier in eine Bar gehe, fühle ich mich nicht ganz wohl. Mhm. Und nicht, weil ich das Gefühl habe, kennt mich da jeder da hin, sondern einfach, weil es irgendwie, ich bin jetzt so in meiner Komfortzone. Mhm. Und dann gehst du an den Ballermann und du merkst einfach, ich bin mit Abstand nicht der grösste Idiot. Ja. Und ich kann mich richtig dumm benehmen. Und ich bin mir immer noch gut. Ja. So, und das ist für mich so etwas Befreiendes. Weil du kennst mich, ich tue mich gerne mal zum Depp machen. Ja, einfach, das machen wir alle. Ich fühle mich dann wohl. So, oder? Aber das geht eben nur, wenn du dich zum Depp machen kannst. Genau. Richtig. Ja, das können wir schon. Das haben wir auch bewiesen. Also, und,
Und das ist ja Weltklasse. Wir haben uns 90 Minuten Ballermann gegeben. Ja. Und ja, mit Verlängerung. Ja, daheim ja. Ich habe es grossartig gefunden. Ja. Und der Charlie hat, glaube ich, die grössten Augen gemacht, die ich jemals gesehen habe. Charlie hat knapp eine Viertelstunde gebraucht, um in dieser Welt arbeiten. Ja, wir sind gerade drin gewesen. Natürlich, es liegt uns ja nicht so fern. Ah, du kennst es von der Fasnacht, ich kenne es ja, das Basel Fasnacht ist ein bisschen anders. Oh ja, aber, die Diskussion. Nein, aber es ist natürlich zum Beispiel, in Basel hat es schon sehr früh ein grosses Oktoberfest gegeben, ja, wo sehr klar in die Richtung gesteuert hat. Das ist der einzige DJ-Auftritt, den ich noch einmal im Jahr mache, ist am Oktoberfest in Zürich. Hanselmanns Wiesn, lecker kommen sie auf. Da hat der Baschi ganz stolz erzählt, dass er noch ein Lied gesungen hat. Ja, es war ein schöner Moment. Ich habe um 9:30 angefangen auflegen. Und ich glaube, um 9:30 stürchelt einen auf die Bühne, rührt zuerst mal sein Rotweinglas fast über mich rein. Und sagt, jo, Alte, Spiel bringen heim. Und ich so, du, ja, ich weiß jetzt gerade nicht so. Alte, ich sing live. Und da bin ich jetzt nicht sicher, dass das eine gute Idee ist. Alte, jetzt oder nie. Und ich so, okay. So gesucht, innen da. Der Baschi singt, bringen heim. In einer Fülle rein. Wie es halt wirklich nur er kann. Aber die Leute haben es gefeiert. Sie haben es, ich meine, wie geil ist das, wenn du kaufst einfach ein normales Oktoberfest und dann singt der andere und bringen heim live auf der Bühne. Weltklasse. Und in der Psyphonie hat dann aber immer beim Refrain ist immer zu mir gekommen, hat mich so gepackt und mir das Mikrofon auch angehabt. Und dann kannst du auch nicht sagen, geh weg. Yeah. Also singst du mit. Und ich habe auch schon ein Mass im Grin gehabt. Also, yeah, auch nicht. Und ich war einfach, weiß nur. Bei deinem Gewicht eher drei Mass. Es entspricht eigentlich drei Mass, aber ich vertrage viel. Und ich weiß nur, dass ich am nächsten Morgen aufgewacht bin. Und dann gibt es ja so die Anfragen auf Instagram, so in den Direct Messages. Und sehe mich einfach auf etwa 15 Stories markiert, wenn ich total blau mit dem Baschi auf einer Bühne bringen, heimsingen. Und dann zum lieben Gott gebeten, dass das die für die Blickredaktion ist. Ich sagen, das ist dann der Moment, wo du eben im Blick nichts dazu sagst, oder? Genau, das wäre dann so ein Moment. Ja, richtig. Nein, wir müssen auf jeden Fall nochmal gehen. Unbedingt. Ballermann finde ich gut. Ja, aber wir dann das Hotel dort unten nehmen. Also, weißt du, wirklich, mit 18 habe ich das ja gemacht. Mit 18 bin ich mit meiner Schwester und Freunden zusammen wirklich eine Woche an Ballermann, also erste Reihe Hotel, wo du nicht geschlafen hast bis am Morgen um 5 Uhr, weil die Leute dann einfach immer noch reingelaufen, also ohne Zunge und weiss ich was. Ist so ein All-Inclusive? All-Inclusive. Ja, ja, ja. Wenn du in den Saal runterkommst, ist, hat das gestunken. Weißt, du weißt nicht, sind es die Lebensmittel, sind es die Leute, ist es die Location, ist es der Asbest, du weißt es nicht, was dort stinkt. Aber es schmeckt fürchterlich, oder? Und du fängst dann halt wirklich am Nachmittag um 1-2 fängst an zu trinken. Und du bist am Schluss so geeicht, dass du wirklich, du merkst den Alkohol nicht mehr nach einer Woche. Und das Geile ist, du bist eigentlich dann auch so nach dem zweiten Tag bist eigentlich konstant ein bisschen krank. Genau. Aber auch dort tut der Alkohol das einfach überdünchen. Alles. Ja. Weil wir haben das gehabt, zu vier sind wir mal auf Lorette de Mar. Ah, auch herrlich, ja, da bin ich auch. Und wir sind aber schon 3 Jahre zu alt gesehen, weil wir sind als 19-Jährige gegangen. Ja, dann, ja. Und dann bist du wirklich schon... Ja. Und zwar, wir haben uns das ganze Programm gegeben mit dem Car. Zuerst haben wir auf Freiburg gefahren und dann mit dem Car bis auf Lorette runterfahren. Wirklich mit den niedersten Geschichten. Zwei haben schon auf der Schisse ein bisschen rumgebümselt. Ja. Und natürlich, wie es so ist, 90% Männer, das heisst, der Typ ist der geile Sieg und sie ist nachher die Busschlampe. Richtig. Und dann weißt du, ich bin auf dem richtigen Bus. Ja. Das wird jetzt so weitergehen. Ja. Ja. Und dann haben wir wirklich, der eine hier oben, haben wir irgendeine so eine 16-jährige Österreicherin kennengelernt, die auf der Straße rumläuft und auf zu uns erzählt hat, sie sei im Nachbarsdorf mit ihren Großeltern auf Urlaub. Okay. Und sie würde sich jetzt jeden oben rausschleichen, um eben hier in Lorette Party zu machen. Und dann hat mir so, okay, cool. Und dann mir so, ja, und was machst du jetzt heute noch? Und sie, ja, ficken. Okay, mach's gut. Cool, tschüss. Also, ich habe es immerhin noch gemerkt. Ja. Das ist der Vorteil. Ich habe also zuerst mal Lorette Mar genau das Gleiche gemacht mit dem Bus. Und dort hat es ja dann auch endlos Alkohol schon gegeben. Oder? Und dann zwar mit dem Sascha Wander. Premium-Alkohol, ja. Gell? Der 1-Euro-Tequila. Genau. Dann bin ich mit dem Sascha und wir haben eigentlich Zeit nebeneinander gehabt. Und dann sind aber hinter uns dann zwei Frauen gesessen. Dann haben wir schnell aufgeteilt, probiert es bei welcher. Und dann haben die so viel gehabt, dass sie sich tatsächlich
Sprecher beschwätzen lassen, dass man den Platz tauschen. Da ist jeweils einer zu den anderen gesessen und hat auch ein bisschen Finger lassen und ich glaube, mit einem, der Sascha hat noch rumgemacht mit und so. Und dann der schöne Moment, am nächsten Morgen, wo es langsam wieder hell geworden ist, sie verwacht sind und gemerkt haben, was sie gemacht haben. Und dann wirklich ab dort eine Woche nicht mehr mit uns geredet haben. Also die haben sich zu Tod geschämt. Ja, für das. Und wir haben schon das Gefühl gehabt, okay, wenn das so anfängt, das wird ja richtig gute Ferien. Wir haben die ganze Ferien nie mehr Frauen abbekommen, weil genau eben 90% Männer, 10% Frauen und dann stehst du mal zuerst, sind da etwa 5 oder 6 Latinos in der Reihe. Nachher kommen ein paar Deutsche, die einfach vorne anstehen und irgendwo bist du hinten und findest, ich würde dich auch noch gerne kennenlernen. Und sie finden, ah, sorry, schon weg. Ja. Also das sind dann die Lorette Mar-Ferien gewesen. Ja. Das ist in Loretten einmal gross angepriesen worden vom einen oben, wo es geheißen hat, 50-50 Rate. Wo sie so Flyer verteilt haben. So. Gleich viele DJ Frauen. Aufgelegt. Was? Wir haben den DJ Antoine aufgelegt. Der steht gerade in Loretten Mar. Das heißt, wirklich? Gerade drinnen. Ja. Ah, der hat ja jetzt aber eine Residency hat er in ja, Loretten. Ja, hat er gehabt. Er hat auch in Mallorca eine gehabt. Im ja. Saint-Trop. Oh. Der große, das ist die größte von der Grossraumbimse. Okay. In Loretten Mar. Saint-Trop. Aber nice. Wir sind eh schon ein bisschen umgereist. Wir sind zusammen schon mal in Amsterdam gesehen. Richtig. Nur ja. Ein oben. Nur ein Abend. Ah, das ist wieder mega schön gewesen. Wir haben zwar nicht miteinander geschlafen, aber also auch nicht im gleichen Zimmer. Nein, für einmal nicht. Ja. Für einmal nicht. Aber wir sind den Ricky Gervais schauen. Ja. Yeah. Ja. Der Ricky Gervais, man kennt ihn, er tritt an grossen Orten wie Amsterdam und Dübendorf auf. Ja, aber es ist geil. Bei allen internationalen Acts steht immer Zurich, ja. Samsung Hall. Ja, genau. Und bei allen Schweizer Acts, ja, die Paar, wo es geht, steht Dübendorf, Samsung Hall. Es fällt eigentlich nur, dass sie noch schreiben, Samsung Halleli. Ja, ja. Ja, gut, also Schweizer Acts spielt ja eigentlich nur Divertimento Samsung Hall. Ja, also noch ein bisschen Musiker, oder? Ja, ja, Musiker, ja, ja, ja. Klar. Ja, nein, aber der Ricky sind wir zusammen schauen. Das war ein mega schöner Abend gewesen und gleichzeitig, also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, ich habe es auch geil gefunden und gleichzeitig auch frustrierend, weil du sitzt, das ist mir beim Louis C.K. jetzt wieder gleich gegangen, du sitzt so da drin und denkst, fuck, so gut werde ich nie sein. Ja, 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 ja. Also das ist für mich richtig, und zwar nicht einmal, weil ich es, wie will ich sagen, jetzt habe ich 17 Sätze angefangen, das ist immer gut. Also, wo ich du Kevin Hart in Amsterdam bin ich, ja. Bin ich nachher richtig in ein Loch gefallen. Und zwar unglaublich. Und nicht einmal, weil ich es so wahnsinnig lustig und gut gefunden habe, sondern einfach, das ist, also es ist gesehen wie ein Helene Fischer-Konzert. Es war wirklich einfach perfekt gesehen. Alles. Jede Bewegung, jeder Satz, jedes Wort, Timing, tak, tak, tak. Und das ist eben so ein Level von gut. Das kann ich, wie will ich sagen, wenn ich den Bill Burr schaue, das ist die beste Soloshow, die ich jemals live gesehen habe. Ja. Wo hast du ihn gesehen? In Berlin, ja. Tempodrom. Und dort, das ist für mich, ich denke dort nicht einmal in der gleichen, auf dem gleichen Planet oder sogar das gleiche Universum, sondern das ist wirklich etwas, wo ich als Fan schaue. Ist ein Paper Tiger gewesen, oder? Quasi, ja. Also er hat fast 2 Stunden gespielt. Ah, und das meiste davon ist jetzt im Paper Tiger drin. Ja. Aber er hat noch unglaublich lustiges Zeugs drin gehabt, das jetzt wie nicht gepasst hat. Und bei eben so Kevin Hart ist so mehr so gesehen, eben auch der ganze Show-Faktor und so, wo einfach wirklich, was ich finde. Das sind Dummies, gell? Eben. Dass der gleiche Beruf ist, sozusagen, kann ich gar nicht akzeptieren. So. Aber das ist das, was ich an dir so liebe, weil du bist auch vor allem ein Comedy-Fan. Und ich finde das erstaunlich, weil es gibt Menschen in unserem Beruf, die sind das nicht. Die machen zwar Comedy und finden es geil, es zu machen, aber die konsumieren nicht. Und ich finde, so einer der Hauptgründe, warum ich überhaupt Comedy habe wollen machen, ist einfach, weil ich es so geil gefunden habe. Und ich liebe es einfach, vor allem eben mit anderen Komikern, sich dann über nochmal andere Komiker zu unterhalten. Ja. Das ist wirklich, das ist absolut Fantum Nummer 1. Ja, völlig. Jetzt haben wir gerade mit den Quotenmännern zusammen den Comedy-Podcast, den wir machen, mit Michael Schweizer und Aaron Herz. Der Aaron hat gesehen, dass der Trevor Noah nicht jetzt nur in Genf spielt, sondern er kommt ja auch noch ins Hallenstadion. Ah, wirklich? Im Juni, ja. Oh. Und da hat er jetzt Billett gekauft und da machen wir einen kleinen Ausflug. Ja, wenn ist das? Das freut mich, irgendwie 6. Juni oder irgendwie so.
Das muss ich noch, auschecken. Es ist irgendwie nie wirklich kommuniziert worden. Ich kann sagen, weil wir haben ja die ganze Zeit hin und her geschrieben. Wenn wir wo schauen. Yeah. Wir sind ja mittlerweile so dekadent, dass wir uns überlegen, wenn wir für 3 Tage in Madison Square Garden fliegen. und dann haben wir dann müssen sagen, nein, doch, es lange nicht. Nein. Ja. Weil Charlie und ich haben ihn schon mal gesehen, also nicht mit einem Stand-Up-Special, aber wir sind seine Daily-Show geschaut. Daily-Show geschaut. Ja, du bist ja schon, einiges in den USA geschaut und du bist schon mal, bist du in die Oscars reingekommen oder bist du auf dem Red Carpet gesehen? Red Carpet. Ja. Bis an den Red Carpet kommst du weiter nicht. Also am Tag selber kommst du sogar nur einen Block an den Red Carpet. Wirklich? Ja, weil ich habe eine völlige Naivität und im Übermut, wo man in unserem Mix-Unternehmen gelernt hat, habe ich dann natürlich denen geschrieben, lass es mal, ich bin von Energy, wir sind die grösste Station privat in der Schweiz. Mhm. Ich darf die grossen 3 Städte bedienen etc. Ja. Wir haben irgendwie 250'000 Hörer, was auch immer. Ich hätte gerne eine Akkreditierung. Ich würde gerne auf den roten Teppich. They don't give a fuck. Das ist so, 250'000 Hörer ist bei uns wahrscheinlich das schlechteste Vorstadtradio, oder? und also kommst du dort gar nicht an, außer du zahlst, so wie das Glanz und Gloria macht. Oder? Also du kannst einen gewissen Betrag zahlen und dann kommst du auf den Teppich. Ohne Scheiß! Ja, natürlich, das ist eine Kostenfrage. Das ist eine reine Kostenfrage. Dort kommst du nicht an, weil du SRF bist. Nicht? Nein, das interessiert dich nicht, du zahlst. Ah. Aber richtig. Ja? Dort gehen unsere Gebühren an. Richtig, für das zahlen sie Raffi. Nein, das machen sie jetzt auch nicht mehr. Aber das ist tatsächlich so. Und ich nehme an, das ist wie mit allem anderen. Du kannst auch aushandeln. Der Schweizer wird nicht gleich viel zahlen wie ProSieben. Also weißt du, die wissen auch, dass wenn du kleinere Audience hast, das ist das Geniale, was Dominik Kaiser gemacht hat mit 3, 4, 5, 6 plus. Yeah. Der hat eingekauft in Amerika, Big Bang Theory zum Beispiel, oder? Yeah. Exklusiv. Da würdest du dich normalerweise dumm und dämlich zahlen. Er hat aber gesagt, in der Schweiz, wir haben einfach nicht den Markt für das. Können wir mit dem Preis oben runter, wenn wir es trotzdem verkaufen wollen. Yeah. Und dann haben sie gesagt, gut, dann können wir mit dem Preis oben runter, aber dann musst du dafür die Schiesserie noch einkaufen. Logisch. Und die hat er dann einfach auf 6 plus laufen lassen, sonst hat nie ein Mensch gesehen. Ja. Dafür hat der Big Bang hure günstig bekommen. Oder? Ja. Das ist vor allem früher das ein grosses Problem gewesen, vom SRF, genau. Wo es noch SF2 geheißen hat, dass sie, wenn sie eben Blockbuster XY haben wollen, haben sie noch 5 Scheißfilme reinziehen und der Tag hat trotzdem nur 24 Stunden. Ja. Also cool. Und irgendwann kommt ein Zeig. Ja. Der Dreck. Oder? Ja. Ja, ja. Was aber auch spannend ist, ist bei denen eben so Big Bang Theory und all das Zeugs, warum ja innerhalb von einem halben Jahr 750 Mal die gleiche Folge läuft, ist, weil du nicht per Ausstrahlung zahlst, sondern einfach für eine gewisse Zeit die Folge hast. Genau. Die Reruns. Mit jedem Mal, was du mehr ausstrahlst, wird die einzelne Folge günstiger. Also. Sozusagen, ja. Weil eben, du zahlst einmal für die, für ein halbes Jahr. Aber es ist schon, also ich kann am Tag vorher am dort reingehen, also dann wirklich ein bisschen ins Connect Theater rein und du hast dort Videos machen. Du hast, am Morgen hast du, glaube ich, sogar noch auf den Teppich. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ich glaube, ab 11 oder so war es dann gesperrt. Weil dann haben sie alles aufgebaut und so. Und also wenn du noch drauf bist, ist auch noch der Plastik auf dem Teppich gewesen. Und logisch. Alles, also ist ja klar, der wird sicher nicht weg, nur für dich. Genau. Und das war ja zum Beispiel auch so ein geiler Move immer von Al Walser, hat ihm 20 Minuten immer verkauft, er hätte Connections, dass man auf den roten Teppich kam. Und er hat Man muss ganz schnell, ich glaube für 99,9% muss man erklären, wer der Al Walser ist. Der Al Walser ist der beste Freund von allen. Von allen. Der hat selber nie etwas gerissen und hauptsächlich, wenn sie gestorben sind, ist er der beste Freund von ihnen. Also, als Whitney Houston gestorben ist, ist er auf einmal der beste Freund gewesen. Ja. Der hat allen Interviews gegeben. Also Michael Jackson. Er ist einen Stock weiter oben im gleichen Hotel gewesen, während dem sie gestorben ist, weil ich weiß, ich habe ein Interview mit ihm gemacht habe. Also das hat er sehr gut verkauft. Und, er ist der größte Fan vom, der größte Freund von Michael Jackson. Gewesen, eben. Oder? Aber das auch ist, erst nachdem er gestorben ist? Nein, er hat ihn vorher eben schon mal getroffen. Einmal, zweimal. Ja, einfach auf jeden Fall. Es gibt Bilder von ihnen beiden. Und er hat immer ein bisschen mit dem kokettiert. Michael Jackson ist noch schwarz gesehen. So. Er hat immer ein bisschen mit kokettiert, dass er den Michael mega gut kennt. Yeah, und so. Der Al Walser ist sogar Grammy nominiert gesehen. Hast du das gewusst? Er nicht sogar einen gewonnen hat. Jetzt bin ich gerade unsicher. Aber nominiert ist er gewesen, ja. Und zwar mit irgendwie 2000 verkauften Stück von irgendeinem absoluten Lully-Dance-Track. Yeah. Weil er, der völlig überalterte Grammy-Jury, hat können weiss machen, er sei der Shit im Dance-Bereich, neben Deadmau5 und was weiß ich. Das ist schon geil, was ich. Eben, also, Respekt für das. Und also, du hast den ein paar Mal getroffen in LA. Ich habe ihn ein paar Mal getroffen in LA. Natürlich hat mir auch sehr geholfen, also, muss man auch mal sagen. Also, weißt, er ist schon ein netter Typ, wenn du sagst, du, ich brauche noch das und das. Und er hat dich an Networking-Events eingeladen etc. Wo jetzt natürlich, sage ich jetzt, eben, jetzt sind keine A-Promis aufgelaufen.
gelaufen. Aber so funktioniert es in Hollywood. Also, du gehst zuerst an die kleinen Partys, dann lernst du dort einen Wichtigen kennen, der irgendwie nichts Besseres zu tun hat und an dem Abend dort angegangen ist. Ja. Der nimmt dich dann, wenn er dich mag, wieder an eine andere Party mit etc. Und ich habe es dann doch immerhin eben bis zum Produzenten von Ryan Seacrest gebracht, wo ich dort kennengelernt habe. Das allerdings nicht über den L, sondern über jemanden, der bei Energy geschafft hat. Und das ist Ryan Seacrest ist der Sven Epine von den USA. Richtig, ja. Zum das der ist, der macht alles. Das ist wirklich. Ja. Wobei das eben Sven auch schon lange nicht mehr stimmt. Nein, aber es ist die Referenz. Genau. Oder der ja. Stefan Büsser von den USA. Nein, das auch nicht. Also, Sven macht immer noch mehr wie ich. Aber das ist eine extrem spannende Welt. Und dann hast du mal gesehen, wie die arbeiten in Amerika. Also, jetzt gerade das Beispiel Ryan Seacrest, eben dann bei den Oscars getroffen und bei am Tag nach den Oscars bin ich mit seinem Produzenten kurz Nachtessen. Mhm. Fun Fact, es hat geregnet. Dann war er schon mal eine halbe Stunde verspätet, weil er gesagt hat, it's raining. Und ich so, ja. Und er so, how did you get here? Das sind ich zwei so, ja, Tage. By car. Zwei Tage in L.A. Ja. Ja. Er fragte mich, wenn ich da noch komme, sage ich, ja, by car. Und er sagt, you did drive in the rain? Die gehen die völlig durch. Die verstehen nicht, wie man Auto fahren kann, wenn es regnet. Das ist ja sehr gefährlich. Sag ich, also, siehst du ja nicht. Das ist im Fall in der Schweiz ist das jeden Tag so. Ja. So we learn that. Uns nervt es, wenn es mal nicht regnet, wenn genau. Es so blendet. Genau. Und dann nachher ist eben, ich glaube, Sonntag auf dem Montag sind die Oscars gewesen, am Dienstag sind wir gegangen essen. Und dann fragt er so, how did you like Ryan after the Oscars? Und ich so, ja, was super. Hä? Und dann sagt er, ah, we recorded everything on Friday. Und ich so, wie? Jetzt muss ich mir mal vorstellen. Die Hand, der Ryan hat ja den Oscars moderiert, also am roten Teppich. Yeah. Das heisst, er hat am nächsten Tag hat er wieder ausschlafen, oder am Montag. Und damit sie trotzdem natürlich eine aktuelle Show hatten, hat der Ryan x Sätze müssen einlesen. Alle Möglichkeiten. Alle Möglichkeiten müssen einlesen. Das haben die dann geschnitten in der Nacht. Und, oder das ist dann teilweise Sachen, die du nicht hast können wissen, oder? Hat er zum Beispiel gesagt, did you see the dress of Taylor Swift? Stopp dort. In dem Moment springt dann der Sidekick live ein, am Morgen um 5:45 und sagt, yeah, she wore that beautiful red dress where you can see everything. Und du denkst so, was für ein fucking Profi-Level ist das denn? Und er hat das Haus gekauft von Ellen DeGeneres, der Ryan. Aha. Und hat aus dem Poolhaus ein Studio gemacht. Das heisst, die schicken ihm einfach Text und dann liest er das ein. In wenigen Fällen ist er noch live vor Ort. Also wenn er jetzt die Radiosendung macht? Wenn er die Radiosendung macht. Was es noch gibt, ist, also er geht, die meisten Sachen geht er schon unten aufnehmen, weil sie recorden ja mit Kameras und allem, oder? Ja, ja, ja. Aber die wenigsten Sachen macht er noch live. Und wenn etwas passiert, können sie ihn wecken. Oder? Der schlaft. Und dann ist der Fall, der in Florida... So Spezialbutton, wo ja, er dann wirklich, so piep, piep, und ja. Das Mikrofon wird gerade reingefahren. Und dann kann gerade live, also wirklich fast so. Im Bett mit dem Schlafanzug. Okay, so here's the news. Das Ding ist ja, die haben alles, was er je eingelassen hat, haben die archiviert und abgeschrieben. Das heisst, die können nach Sätzen suchen. Ja, okay. Jetzt musst du dir vorstellen, es ist am Morgen um 5 ist der Justin Bieber verhaftet worden in Florida. Ist er schon mal? Hast du einen alten Satz genommen? Nein, nicht einmal, nicht einmal das. Der ist verhaftet worden in Florida am Morgen um 5. Die Meldung kommt rein. Am 4:15 ist das logischerweise Kiss FM LA, muss das Hauptthema sein, oder? Mhm. Dann sagt, dann respektive sucht der Praktikant schnell raus, was hat er schon jemals zum Justin Bieber gesagt. Findet den Satz, wo der Ryan Seacrest sagt, did you hear the news about Justin Bieber? So, was macht er? Und sie haben ja jede Uhrzeit von ihm eingesprochen. Also setzen die das zusammen und sagen, der Ryan sagt, it's 5:14 now, good morning LA. Did you hear the news about Justin Bieber? In dem Moment geht der Sidekick live hin und sagt, he's been arrested this morning in Florida. We just heard the news. Und in dieser Zeit wecken sie den Ryan und in so einem Fall kommt er dann vorbei und dann gibt es höhere Talks und alles. Dann macht er doch noch ab der 6:30. Macht das dann doch noch ein bisschen live. Ja. Wow. Ja, also es ist dann schon dort, bin ich so bei dem Nachtessen gesessen, echt gut. Wir leben immer völlig Land. Das ist wirklich so. My mind wir haben das blown. Gefühl, dürfen wir eine halbe Stunde vorher aufzeichnen? Oder? Bei uns musst du ja schon sogar sagen, wenn du das Interview aufzeichnet hast, wir haben das Gespräch vorher geführt. Oder? Weil es könnte ja in der Zwischenzeit der verstorben sein. Und nachher die Verwandten ihn im Radio hören und denken, wieso jetzt? Und so Zeugs. Also, das ist, das ist dann, denkst du, schon eine andere Welt. Ich habe mal bei Energy vor aufgenommene Töne vom DJ Antoine
abgedruckt und als live verkauft. Ja. Eben irgendwie so, wir sind mit dem Energy Cube sind wir in Liestl gestanden und ich habe dann am Nachmittag... Weltstadt Liestl. Eben, ja. Dann habe ich am Nachmittag gesagt, hey, der DJ Antoine ist da, alles klar. Hey, yo, alles klar, yeah. Oh, DJ Antoine, alright. Und dann nachher haben wir die berühmten Airchecks, gibt es ja, wo du dann nachher mit einem Coach zusammensitzt und deine Sendung los ist und dann wird dir gesagt, wie scheiße du bist. Und dort ist es ein guter alter Kollege, Niklaus Tommy. Ja. Und dann nachher sagt er, ist der Antoine da gewesen? Und ich, nein, natürlich nicht. Und also, nein. Das kannst du nicht machen. Nein, das darfst du nicht so verkaufen. Und dann habe ich ihm gesagt, Kollege, wir sind mit dem Energy Cube in Liestl gestanden. Ich glaube, 3 Menschen über 70 sind an diesem Nachmittag jemals dort vorbeigelaufen, weil sie in der UBS haben müssen irgendwie 10 Tonnen abholen. Das ist alles gesehen. Das ist wirklich so. Das ist crazy, wenn du dann überlegst. Aber der Nick ist halt auch vom SRF-Kunde, weil dort ist so etwas natürlich undenkbar. Ja, klar. Oder? Aber jetzt eben, mit Webcam kannst du es nicht machen. Nein, aber wir machen es trotzdem immer wieder. Das ist so. Komm, also schließt sich der Kreis. Ja. Das hat jetzt wirklich schnell mich... Das ist wirklich, das merkst du, das ist dann alles so ein anderer Level. Und darum eben, also wenn du so amerikanische Produktionen siehst, dann weißt du, es ist alles gestaged. Jeder Auftritt bei einem Colbert oder eben Trevor Noah, das ist alles so abgesprochen, die Inhalte. Das ist, ich will zufällig die Geschichte erzählen. Das ist alles scripted. Das nicht aber, Wort für Wort, weißt du, aber es. Ja. Aber das tun sie ja gar nicht verheimlichen. Das finde ich noch spannend. Das ist wie klar. Die Amerikaner wollen am Schluss einfach die Show. Darum haben sie den Präsidenten gewählt. Ja. They like the show. Oder? Ja. Ja, und das ist ja genau der Punkt. Zum Beispiel eine Talkshow. Es ist ein unnatürliches Setting, dass zwei Menschen so auf einem Sofa und an einem Pult miteinander schwätzen. Logischerweise ist das abgesprochen und inszeniert. Dafür ist dann eben eine geile Geschichte. Genau. Zum Beispiel, was haben wir jetzt gerade wieder gesehen? Kevin Hart beim Jimmy Kimmel nach seinem Unfall. Mhm. Also jetzt ist er groß auf Pressetour gesehen wegen Jumanji und was weiß ich. Und ich finde es so geil, wie eben, zum Beispiel du und ich, wir merken das dann recht schnell, wie eben gerade vor allem bei einem Komiker mehr einfach so ein Stichwort gibt, damit der dann irgendwie so eine kleine Nummer kann erzählen kann. Ja. Ja, wo man gerade in den Sinn kommt. Ja, ja. Und man erlebt hat. Und dort ist es aber wieder so offensichtlich gesehen, weil es ist so 2 Minuten, typisch Ami, wirklich so, hey, schön bist du zurück und hoffe, es geht dir gut und wow und you survived und wow, oder? So ein bisschen auf Tränen drehen. Und dann einfach aus dem Nichts und kannst wieder Liebe machen. Ist die Frage von Jimmy Kimmel. Ja. Und dann kommt Kevin Hart mit einer 5-Minuten-Nummer von wegen, oh, wenn er im Spital war und das erste Mal wieder blutet unten rein ist und hey, meine Frau gerufen, bla bla bla. So. Kein normaler Mensch geht so in eine Frage dann rein. Das machst du nie im Leben. Das heißt einfach so, hey, schön lebst du noch. Ja. Kannst du wieder bumsen? Also weißt du, das machst du nicht. Ich merke es mal für das nächste 3 von 3 bei SRF. Ich kann dir das sagen. Aber es war eigentlich mal eine schöne Einstiegsfrage, oder? Ich fände es großartig. Nicht sicher, ob es jetzt in der Sendekritik anschliessend jetzt nur gut bewertet werden. Aber das ist ja ein anderes Thema. Ja. Das ist ein anderes Thema. So ich frage mal schnell. Christoph, wie lange haben wir eigentlich schon gemacht? 70 Minuten. Ja, das ist crazy. Also Halbzeit. Es ist schon dunkel. Wir können noch ein bisschen. Ja, ich was willst du noch? Also nachher habe ich Weihnachtsapero mit meinen Nachbarn. Wir haben ein mega tolles Haus. Das habe ich schon mal coole Leute. Das ist schon mal erzählt. Ja, wir haben im Sommer haben wir mal ein Gartenfest gemacht. Und im Winter haben wir jetzt gefunden, jetzt machen wir noch ein Weihnachtsglühwein trinken. Das könnte noch lustig sein. Ein Kollege von mir hat mit dem ganzen Haus, wirklich jede Partei, haben sie zusammen einen WhatsApp-Chat. Ja, mir auch. Dir auch? Ja. Das ist für mich faszinierend. Weil, ich habe das als erstes Mal in meinem Leben, weil ich bin sonst wirklich so ein Asi-Nachbar, der am liebsten einfach nichts mit den Nachbarn zu tun hat. Das war bis jetzt wirklich immer so gewesen, aber es sind jetzt in diesem Haus so tolle Leute, dass ich wirklich hohe Freude habe. Also die haben es sogar geschafft, dass ich das erste Mal in meinem Leben gekifft habe. Ich habe das im Juni dort gemacht, wo wir das Fest gemacht haben. Und ich habe immer, also ich bin, was Drogen angeht, extrem langweilig. Also ich habe noch nie gekokst, ich habe noch nie irgendeine Pille eingerührt, ich habe noch nie gekifft in meinem Leben. Ich habe aber immer gesagt, das Einzige, was ich würde machen, ist kiffen. Aber wir müssen mal dazu sagen, die Lungenvolumen. Eben, das ist bei 30%. Ist bei 30%. Also, darum habe ich auch nur gesagt, ich bin ein mega Suchtmensch. Yeah. Wenn mir etwas gefällt, will ich es immer wieder. Darum habe ich die Finger immer vor allem klar. Außer von Alkohol. Ich bin ein exzessiver Mensch. Yeah. Ich trinke nicht ein Bier. Entweder trinke ich 5-6 Bier oder dann trinke ich nichts. Mhm. Das sind die 2 Optionen, die ich habe. Yeah.
Und darum habe ich bei Drogen einfach dann wirklich immer die Finger davon gelassen. Und das Einzige, was ich gesagt habe, was ich dann mal machen, ist kiffen, weil ich gewusst habe, aufgrund von der Lungenkrankheit, ich werde das gar nicht regelmäßig machen können. Also es ist nicht möglich, oder? Also habe ich das gemacht und es hat extrem gut getan. Es war wirklich lässig. Ich bin total oben runtergekommen, völlig entspannt. Ich habe aber nachher 3 Tage lang einen Reizhusten gehabt, meine Lunge hat wehgetan, dass ich genau gewusst habe, es ist wirklich genau so, wie ich es mir gewünscht habe. Ich habe es jetzt einmal erlebt und es war lustig gewesen, oder schön in dem Fall. Und ich werde es nie mehr machen. Du könntest eine scheisse Gummibälle essen. Nützt nichts. Ich habe in Amsterdam habe ich Cookies und alles. Nützt wirklich? Nichts. Passiert nichts. Ohne Scheiß. Nein. Also entweder haben die mir einen Scheiß verkauft. Oder, also es ist wirklich... Ich habe das eingehauen. Ich habe sicher etwa 3 oder 4 von diesen Cookies gegessen. Und es ist nichts passiert. Nichts. Darum ist es eigentlich schade. Ja. Ich hätte es schon auf dem Weg gemacht. Aber, ja. Weil dann ist ja die Lunge nicht beschädigt. Genau. Ja. 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 Gut, ich habe noch nie so Edibles, bin ich nicht so der Typ dafür. Das schaffe ich nicht. Mhm. Okay, also das finde ich aber geil, eure Nachbar, ja. Nachbars-Groove. Mal schauen, was heute Abend passiert. Nein, es sind wirklich lässige Leute, die irgendwie alle zwischen, ich weiß auch nicht, 35 und 45 geschätzt sind. Ja. Und ja, wirklich ganz cool. Sind es nett, dass du noch geschätzt hinter dran gehauen hast? Auf damit. Ja, einfach for safety reasons. Eben, eben. Ja, for safety reasons. Weil, also wenn ein Podcast geschaut wird in unserem Haus, dann ist es deine. Ja, warte nur, weißt du, irgendwann, so in 3 Jahren, ist der Podcast dann völlig aufgeblasen und dann werden alle Folgen rückwärts nochmal gelöst. Natürlich, und nein, also ich meine, meine Nachbarin ist zu mir gekommen, übrigens eine sehr attraktive Frau, und hat gesagt, hey, der andere da im Podcast, der ist schon noch scharf. Dann habe ich gesagt, ja, der schon, er ist wirklich. Und dann sagt sie, nein, der Tom Kiesler. Gerade weil ich sage, der hat sie von Quotenmännern geschwätzt. nein, dort hat es jetzt auch keiner darunter, der scharf ist. Also das, ja gut, der Aaron hat mittlerweile eine recht beschissene Frisur, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Ja, und einen verschissenen Dialekt. Der ist eigentlich wirklich eine enorme Sau. Ja. Das stimmt, ja. Also, aber kann man nicht alles haben. Ja. Kann man nicht alles haben. Ja. Wir haben es davor gehabt, wie viel du schaffst und wie du jetzt eben reduzierst. Und wenn du mir jetzt erzählst von deinen Nachbarn und wie du im Sommer das erste Mal gekifft hast, das Ding heisst ja Feel Good Podcast. Mhm. Und ich so, alle 3 Folgen erwähne ich es mal erwähnen und komme mal irgendwie aufs Thema. Yeah. Ich weiss bei dir, wir sehen uns oft beruflich, eben gehen ab und zu mal irgendwie Comedy schauen. So. Was machst du eigentlich mal, um dich wirklich befreien vor allem, dass du dich persönlich gut fühlst? Auf Mallorca gehen. Schon, gell? Ja, das ist mein Safe Place, das ist mein Rückzugsort. Ich fühle mich nie nicht wohler als dort. Ich habe jedes Mal eine riesige Krise. Und wenn ich nur ein verlängertes Wochenende war, um wieder zurückzufliegen in die Schweiz, es ist auch klar, das wird irgendwann nicht der Lebensmittelpunkt werden. Aber sicher, ich werde noch mehr Zeit dort verbringen. Es tut mir leid für Greta, aber es wird nötig sein. Und es ist wirklich einfach ein Traum, in ein Flugzeug hineinsitzen, eine Stunde 35 fliegen. Und ich habe wirklich das grosse Privileg, dass mein Papi eine extrem nice Hütte hat dort. Und du hast sie auch gesehen, es lässt sich leben dort. Es ist wirklich wunderschön. Und am Morgen dort aufstehen, einen Kaffee trinken, an den Palmen anschauen und einfach die Sonne im Gesicht zu haben und ein geiles Klima und unglaublich besser liebe Leute. Besser als die Sonne anschauen und eine Palme im Gesicht haben. Ja, es kommt immer auf die sexuellen Präferenzen drauf an. kennst du das, wenn du fast, fast draußen ist und du schluckst es nochmal runter? Gerade wollte sagen, die Gedankenübertragung funktioniert. Genau. Ja. Auf jeden Fall, das ist wirklich, um deine Frage zu beantworten, so ein bisschen mein Rückzugsort. Ja. Ist das so, wenn du so Karriereplanung machst, ist dann eben irgendwann das Ziel quasi mit den neuen Medien, ist das eben sehr gut möglich, du hockst einfach 8 Monate im Jahr auf Mallorca. Ja, das wäre mir dann nachher zu viel. Also weißt, mein Umfeld sind alle da. Ich habe unten, mein Papi ist mittlerweile wirklich, der ist fast 50-50 da, würde ich jetzt behaupten. Ich bewerbe mich, ich komm gerne für eine längere Zeit mit. Kommst runter, okay. Ja, nein, es ist wirklich so. Also mein Papi hat sich dort unten mittlerweile auch ein Umfeld aufgebaut. Oder? Und das ist cool, der kann runtergehen, der kennt immer Leute etc. Klar, der riecht da. Eben, beim Stavros und so, ich kenne auch genug Leute. Also weißt, ich bin auch nicht allein dort. Mit dem immer golfen. Ja, eben. Aber das ist ja auch lustig und so, aber das wette ich nicht 8 Monate im Jahr. Ja. Und da habe ich dann gleich meine Base da. Ich mache meinen Job ja unheimlich gern, also das würde ich nicht aufgeben. Aber ich sage jetzt mal, bis jetzt hat es halt immer so für maximal 2 bis 3 Wochen pro Jahr gelangt, zum Abgehen. Und das Ziel ist wahrscheinlich schon, dass das vielleicht mal irgendwie auf 1-2 Monate auszuweiten, gesamthaft, dann so über ein Jahr hin verteilt.
Aber nicht, eben, nicht als hauptsächlich. Nein, aber einen Podcast kannst du einfach dort unten aufnehmen. Also das ist jetzt eben zum Beispiel einfach als einfaches Beispiel. Ja, und eben auch, also ich weiß nicht, wie lange... Videos mache ich auch dort unten. Ich weiß nicht, wie lange du die Bachelor-Dinger noch machst. Ich weiß auch nicht, wie lange es der Bachelor noch gibt. Ich weiß es auch nicht. Also es würde mich jetzt extrem wundern, wenn CH Media die Cash Cow killt. Wobei, also Cash Cow ja auf uns ein Schlusszeichen. Yeah. Der Bachelor ist ja immer noch defizitär. Also sie verlieren mit jeder Staffel Geld. Man sagt 100 Millionen. Also es ist einer der teuersten Marketing-Gags in der Fernsehlandschaft. Wird aber auch behauptet vom Dschungelcamp. Das Dschungelcamp kostet pro Folge 1 Million. Ja. Und dass sie mittlerweile sind sie, glaube ich, nicht im Defizit auch. Nein, RTL hat das können monetarisieren. Aber ja. Früher ne, hat man keine Werbung können verkaufen beim Dschungelcamp. Aber der grosse Zusatzeffekt, den das Ganze hatte, weil du bist in jeder Zeitung auf der Frontpage alle funktioniert der Bachelor bei 3+. Alle anderen Sendungen. Plus, sie haben eine verdammt hohe Quote. Also sie haben irgendwie am Serie 1 22%. Also sie haben mehr als SRF 1 und SRF 2 zusammen an einem Montagabend. Ja. Das ist eine unglaubliche Zahl und bei den Privaten sonst nie gesehen. Ja. Mhm. Und das lupft natürlich den Gesamtsenderschnitt wieder so auf, dass du im Gesamten dann natürlich die Werbung auch wieder teurer kannst verkaufen. Also das ist ein sehr ein guter Marketing-Gag. Eben, das heisst, für die Sendung an sich bringt es nicht, aber insgesamt. Aber rundum dann schon. Ja. Okay. Und ich helfe auch noch ein bisschen mit. Also, der Dominik Kaiser hat ja das ganze Team eingeladen für 4 Tage auf Dubai, nachdem er verkauft hat. Mhm. Und ich habe dann auch ein WhatsApp geschrieben, wo meine Einladung gesehen hat. Ich sehe gerade untergegangen. Ja, aber ich hätte ihnen können, es wäre noch rosa gewesen. Aber, ich hätte aber wahrscheinlich auch noch die und Wujo ein bisschen am Verkauf beteiligt. Ja, also ich habe die Diskussion ja immer wieder, wo die Leute sagen, also ich habe es vor allem jetzt mit der Patti Basler kürzlich wieder gehabt, wo sie sagt, du bist mit einer der grössten Förderer vom Sexismus in unserem Land, aufgrund von dem, was du mit deinen Bachelor-Best-Offs anrichtest. Mhm. Du gibst dem eine Aufmerksamkeit, wo ich wieder dagegen hebe und sage, also ich bin jetzt nicht dafür bekannt, das lobend zu erwähnen. Im Gegenteil, ich habe zuletzt auch gerade den Sexismus immer wieder angeprangert in den Best-Offs. Wo man jetzt darüber diskutieren kann, welcher Effekt ist grösser, das vorzuführen und zu sagen, schau, da findet Sexismus statt, oder totschwiegen und hoffen, dass es dann niemand schaut, was ich für utopisch halte. Also, das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Mhm. Also jetzt künstlerisch wertvoller Arbeit zu reden bei Bachelor Best-Offs wäre völlig vergriffen. Das ist definitiv nicht mein künstlerisch bestes Produkt, aber halt mein erfolgreichsten. Es ist nun mal das, was auf dem Grabstein wird stehen. Mit dem muss ich leben. Ja, das ist okay. Aber kommt auf an, wie lange du noch lebst. Ja, je nachdem. Ja, vielleicht überlebe ich zu Ende, stell dir mal vor. Das ist natürlich klar. Das ist jetzt Masterpiece, oder? So wie der Marco Rima noch immer auf die Wochenshow angesprochen wird. Ist jetzt bei mir halt der Bachelor. Aber auch, ich glaube, fast noch mehr, also in der Schweiz zumindest, fast noch mehr auf Marcocello angesprochen. Ja, in der Schweiz, ja. Aber so, ich bin natürlich mit Wochenshow gross geworden bei ihm. Oder? Das ist für mich so Gott. Ja. Wahnsinnig lustig. Ja. Wahnsinnig lustig. Du machst jetzt noch, bis Frühling spielst du jetzt noch die Programm? Ja, bis im Mai. Und dann machst du Auftrittspause? Dann mache ich ein Jahr Pause. Ich mache Firmenanlässe und so Zeugs mache ich. Und ja, muss ja. Hat ihr auch gesagt. Eben, wenn, ja, ein bisschen etwas muss schon reinkommen. Ich muss ja ein neues Programm schreiben, ich habe teure Autoren etc. Das kommt alles. Aber ich will vor allem einfach mal auch ein Jahr eben ein bisschen für mich Pause. Ich muss vor allem auch wieder etwas erleben. Weißt? Also, ich finde ja mein Leben zum Beispiel wahnsinnig unspannend. Wo ganz viele Leute sagen, ja, aber es ist doch, was du alles siehst und machst. Und sagen, ja, ich mache sehr viel, aber ich erlebe wenig. Yeah. Also es ist wirklich, ich habe kein Privatleben, mehr auch, aber ich habe wirklich wenig, wo ich privat unternehme. Und ich habe wie so gesagt, eben, ich muss ein bisschen raus, ich muss wieder ein bisschen etwas erleben, weil sonst, wie soll ich über Sachen aus meinem Leben schreiben, wenn mein Leben darin besteht, am Morgen ins Radio zu gehen und am Abend noch eine Show zu spielen? Ja, das ist ja bei den Kollegen von Divertimento ist das ja das gleiche Problem gesehen, wo sie wirklich nur am Touren gesehen sind und dann einfach... Was erlebst du noch groß? Ja? Bist an diesem Ort, trittst auf, gehst an den nächsten Ort, trittst auf. Genau. Und ich persönlich tue mir immer noch recht schwer. Das Schöne an diesem Beruf ist eigentlich, dass man in der ganzen Schweiz unterwegs ist. Ja. Und zum Teil sogar noch ein bisschen weiter als die Schweiz. Und dass man dort ja eigentlich das könnte möglichst aufsaugen und sagen: Geil, wenn bin ich jemals in Thun? Ne? Jetzt schaue ich mal Thun an. Und du machst es eigentlich trotzdem nicht. Nein. Sondern du bist wirklich 5 Minuten vor Soundcheck dort. Und was wirklich faszinierend ist, Kollege vom Kofmal, ja.
die schicken im Vorfeld schicken die so eine riesen PDF raus, weil hauptsächlich dort halt internationale Bands spielen. Ja. Und dann hast du so eine Liste mit, was kann man alles machen in Solothurn. Ja. Ich finde es mega geil, weil da hast du so ein riesen Ding zu fragen. Kannst du in das Thermalbad, falls du willst wandern, kannst du dort durch. Ja. In Solothurn mal eine Pizza mit der Ronja Fuhrer gegessen. Das ist mein einziges Erlebnis in Solothurn. Nebst der Show, die ich gespielt habe. Sonst hätte ich auch noch nie etwas gemacht. Ich habe mal in Solothurn hab ich mal so einen kennengelernt am Bahnhof, wo ich weißt, so vor dem Heim fahre, wo das ja bis zur letzten Sekunde nicht weiß, will der mir jetzt wahrscheinlich ganz viel Geld abknüpfen, indem er so nett ist und irgendwelche komischen Geschichten erzählt. Oder vielleicht ist es wirklich so. Vielleicht ist er einfach wirklich nur nett. Ja. Unglaublich. Ich habe mal von einem alten Mann belästigt worden in Solothurn. Da bin ich im Backstage gesessen, im Kaufmahl. Und plötzlich kommt so ein alter Mann mit so einem Tüchli auf dem Kopf hin, mit einer jungen Frau an der Seite und sitzt einfach ab und fängt an essen im Backstage. Und dann habe ich gesagt, Chris, ich habe dich nicht eingeladen. Und das ist wirklich, der Chris von mir ist einfach Backstage gekommen. Wirklich? Ist gefressen gekommen und hat nachher die erste Hälfte von der Show geschaut und ist gegangen in der Pause. Oh, Scheiße. Ja. Also ich habe mich natürlich gefreut, ich hatte natürlich Freude gehabt. Aber es ist einfach so eine weirde Situation. Du bist so im Backstage, plötzlich kommt Chris von Rom mit seiner Tochter rein und sitzt einfach in einer Selbstverständlichkeit und isst auch noch mit Nacht. Da dachte ich so, okay, ja, ist noch cool. Sehr geil. Ja. Nein, der Typ bei mir ist wirklich so, am Bahnhof hat er irgendwie mich angefangen anlabern und hat gesagt, er sei jetzt gerade vom Tessin gekommen, von einer Beerdigung. Okay. Und ja. Hast du gesagt, mir ist es ähnlich. Hat er schon... Ja, das hat sich so angefühlt. Ja. und der ist natürlich auch schon recht voll gesehen. Ja. Und er hat gesagt, eben, das sei jetzt hart für ihn, weil eigentlich wohnt er schon lange in Brasilien. Und sei jetzt zum ersten Mal in die Schweiz zurückgekommen, eben für die Beerdigung und so. Ja. Und dann bist du mit dem in den Zug gestiegen. Und dann hat er auch eine Geschichte erzählt, eigentlich für das FBI geschafft. Und er ist Hacker gesehen, genau. Und vom FBI angestellt worden, um irgendwie sich in irgendwelches Zeug reinhacken, um die Fehler zu sehen, bla bla bla. Und so. Und das finde ich wirklich, das ist noch spannend und irgendwie ist es aber ein bisschen creepy. Und dann kommt so der klassische Moment, Billettkontrolle. Und dann sucht er sein Billett. Und er sucht es recht lang. Mhm. Weißt? Und dann bist du so, ah, so ein eben. Also ja. Jetzt kommt es. Und dann irgendwann heisst es, hey, ich habe kein Billett. Oh shit, was das kostet der Bus? Ja, nein. Und, so. Und dann geht es wirklich so 5 Minuten. Und der Kontrolleur sagt, ich komme nachher nochmal. Und also ich hatte es vorhin noch. Und so. Weil, hast du Tessino gesehen? Aber, und hat wirklich noch spannend gesagt, er wird in der Schweiz oft als Ausländer angesehen, oft aufgrund von, wie er schwätzt. Ja, ja. Mega absurd. Du bist ja Tessino. Ja. Also, vielleicht. Ja, vielleicht. Und dann sucht er weiter und sagt, ich hatte es vorhin. Und irgendwann findet er es. Und geht's? Nein. Doch. Und dann hat er gesagt, ich muss jetzt da aussteigen, mach's gut. Und dann fühlst du mich so, es ist so hart, was die Kopf manchmal macht. Ja, wirklich, ja. In meinem Kopf habe ich das Gefühl gehabt, der verarscht mich jetzt so. Genau. Der will jetzt eben irgendwie 120 Stutz von mir, dass ich dem sein Ticket zahle und alles Mögliche. Und dann passiert nichts. Hast du überhaupt noch so, wenn du sagst, du musst jetzt etwas erleben, hast du überhaupt noch so Begegnungen, ohne dass die Menschen wissen, wer du bist? Weniger. Ja. Weniger, nicht kann mehr. Also ja, wenn du Frankreich gehst oder so. Ah nein, ich meine, es ist in der Schweiz. Ah, ja. Es ist schon so, jetzt nicht zuletzt, auch gerade seit dem Engagement beim Dunstigjass, bin ich natürlich auch in der alten Zielgruppe jetzt angekommen. Ja. Ich bin gerade letztens spazieren und dann sagt eine ältere Frau, ah, das ist der Hund vom Dunstigjass. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin auch da. Ich habe meinen Hund mittlerweile vor mir erkannt. Aber sie hat auch mehr Merkmal. Es ist wirklich, ja... so ein bisschen in allen Zielgruppen jetzt. Nicht, weißt, dass die sofort immer jeden erkennt, aber ich merke sofort, wenn mich jemand erkannt hat. Es geht so die halbe Sekunde, wo jemand länger schaut. Das merkst du sofort. Das sind so, habe ich auch. Ja. Also da entwickelst du nach 15 Mal erkannt werden, hast du den. Ja. Auch allein, was die Leute für Fragen stellen und wie sie eben irgendwie Grüezi sagen am Kiosk oder was auch immer. Das merkst du schnell, ja. Aber es ist schon, ich sage, in 95% der Fälle sind das immer total nette Begegnungen, oder? Und die anderen 5%? Die anderen 5% nicht so. Die sind meistens betrunken. Also das ist eigentlich das einzige Problem, sind die Betrunkenen. Die spüren dann in der Regel Grenzen nicht. Also es kommt ja selten jemand zu dir und sagt, ich finde das, was du machst, scheiße. Das macht eigentlich niemand. Ja. Gut, ich habe zwar lustig, ich bin mit dem Johnny Fischer gegessen in Arosa. Ich glaube, 2 Tage bevor du gekommen bist. Und... dann haben wir abgemacht an der Hotelbar runter, hat er schon gewartet. Und dann läuft eine Frau an und dann sagt sie,
Entschuldigung, sind Sie der von Divertimento? Und dann sagt Johnny ja und sagt, ja, darf ich ein Foto machen? Und dann sagt er, sind Sie mal an einer Show vor uns? Nein, ich finde sie nicht lustig. Und ich glaube, ich habe noch nie einen Menschen gehört, der das gesagt hat über Divertimento, ich finde das nicht lustig. Also es ist wirklich so, die hatten wirklich, ich glaube, sie hat sogar gesagt, ich finde es scheiße. Also es ist wirklich so, der Johnny hat es aber richtig lustig gefunden. Johnny sagt, nein, das gibt es jetzt nicht. Nein, das finde ich aber super, dass sie mir das sagen. Weil eben, normalerweise kommen die alle und sagen, die sind die Größten und weiß ich was und so. Und der Johnny hat richtig gemerkt, hat es richtig geil gefunden, dass jetzt jemand mal gesagt hat, ich finde euch nicht lustig, sie hat dann das Foto nur machen wollen, weil ihre Tochter so Fan ist von ihm. Oder? Natürlich. Und dann hat sie aber eben, sie hat dann gesagt, ja, sie fänden es nicht lustig. Klassische Interaktion von mir nach einer Show, sofern ich mit dem Charlie auftreten bin. Es kommt jemand zu mir und sagt, hey, kannst du ein Foto von uns machen? Und während ich das Foto mache, sage sie zu ihm, du bist mit Abstand der lustigste jetzt oben gewesen. Immer. Ohne Scheiß. Und du bist einfach zu dort so, klick. Cool. Tschüss. Ja. Aber man gewöhnt sich dran. Weißt? Ja. Man gewöhnt sich dran. Ja. Aber warum? Also was für Tochter hätte ich wollen? Ich finde das so lustig, weil eben oft, wenn Menschen einfach irgendwie ein Foto, damit sie eins haben, völlig unabhängig. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe Selfies immer noch nicht. Obwohl ich ja selber auch schon mega viel gemacht habe so mit Stars. Und im Nachhinein musst du dann immer sagen, wie war es eigentlich? Also weißt du, jetzt im Fall von Will Smith, ja, kannst du mal, wenn ein neuer Film kommt, kannst du es nochmal posten, oder? Ja. Aber wer braucht für was ein Bild mit mir? Also weißt du, klar, du tust vielleicht einmal in einen Gruppenchat rein. Schau, ich habe da den komischen vom Bachelor getroffen. Und nachher brauchst du das nie mehr. Es ist für mich so, für was? Wie Autogrammkarten? Gerade wollte ich sagen, noch weniger. Autogramm ist aber eigentlich noch viel extremer. Ja, ja. Und ich fragen nie danach, aber sie nehmen es, wenn sie rum sind. Genau. Ja. Ich bin ein grosser Autogrammsammler gesehen. Aufgrund von meinem Vater und seiner Sendung. Ja, natürlich. Ich habe ein Autogramm von Stefan Raab daheim. Ah, geil. Stefan Raab habe ich mal getroffen. Ich habe ihn noch nie gesehen und nicht. Ja. Und dann hast du eine ganz schlimme Geschichte gehört von ihm. Ja, Entschuldigung, wenn du das sagst, er ist wirklich so ein Arschloch. Aber das Geile ist, das erstaunt ja niemals. Nein. Und ich finde es auch nicht schlimm. Ich verstehe es sogar noch. Es passt ja. Ja. Der ist wirklich so ein Künstler und so ein Freak. Ich glaube, du musst dich dort irgendwo ein Stück weit dann auch schützen. Also, ist er ein Künstler? Ja. Siehst, was für Musik der schreibt. Ist er nicht eher siehst, ja, aber eben, das ist ja unter uns jetzt. Nein, der spielt Instrumente sensationell. Eben, aber die schreibt er ja nicht selber, sondern die kauft er ein und paupt dann. Nein, ja, natürlich. Meyer Landrut hat er geschrieben. Nicht alle. Also nicht Melodie, aber Text, soviel ich weiß, hat er geschrieben. Ja gut, das merkst du dann wieder. Das macht ja auch keinen Sinn. Das auch ein Max Mutzke's Song ist ja grammatikalisch von vorne bis hinten nicht korrekt. Ja, aber funktioniert. Also natürlich. Er weiß, was funktioniert. Sagen wir es so. Aber das ist ja auch in der Musik ein klassisches Schema, dass du Songs schreiben lässt und es kostet halt einfach ein bisschen mehr, wenn du dann noch jegliche Credits wegkaufst. Und darum heisst es dann am Schluss in einem Booklet alles vom Stefan Raab. Das kann ich nicht beurteilen. Auch das Foti hat er geschossen. Wenn du siehst, aber wie er spontan interagiert, eben wenn musikalische Gäste bei ihm sind, dann merkst du schon, der hat schon ein Musikverständnis. Absolut. Also ist ein unbestrittener, unglaublicher Könner. Ja. Aber ich bin mir eben nicht sicher, ob er wirklich Künstler ist. Ich glaube, das ist jetzt eine Definitionsfrage. Entertainment. Ja, aber also ich bin auch nicht Business Künstler. Man. Ich bin auch Entertainer. Also, ich habe keine Message, ich habe keine. Das Wenigste ist. Aber das ist auch eine Kunst. Ich finde kein Message auch. Mittlerweile ist es ja fast schwieriger, ohne Message aufzutreten. Ja. Du musst ja fast ein schlechtes Gewissen haben, wenn du nicht noch gleichzeitig versuchst, die Welt zu retten, während du einen Auftritt machst. Habe ich jetzt gerade ein Gespräch darüber mit dem Domenico Blass, wo eben gefunden hat, wegen meinem Programm, hätte ihm gefehlt, sonst hat halt offensichtlich keine Haltung gehabt und keine Meinung. Ja, gut, Haltung hat er gerne, ja. Ja, und ich verstand es auch ein Stück weit. Ich hatte einen grusigen Bug. So. Hast du nicht gesehen? Dann ist gut. Und ich habe dann eben gemerkt, das war für mich jetzt ein Ziel gewesen. Wie du sagst, weil die ganze Welt momentan jede und jede eben zu allem eine Meinung hat und will haben. Und ich so gefunden habe, Comedy, so back to the roots, ist Leute unterhalten. Yeah. Soll doch einfach, die Leute sollten doch einmal Freude haben und einfach mal lachen können. Genau.
nicht nur ständig müssen nachdenken, oder? Das habe ich mal gemerkt, als ich einen Auftritt hatte. Ich glaube, in Luzern ist es gesehen. Und danach sind wir alle auftreten. Und der Moderator hat, glaube ich, im ersten Satz hat er Fake News gesagt. Und das ist wirklich so ein Monat, nachdem Trump gewählt worden ist. Und dann habe ich so gedacht, Scheiße, jetzt haben Menschen den ganzen Tag, egal wo sie sind, gell? Radio, Fernsehen, jede Zeitung, eben Twitter, Instagram, bla, es kommt immer in das Bild von diesem blonden, orangen Ding und es steht immer noch Fake News da und was weiß ich. Und dann sagst du, hey, heute Abend gehen wir mal raus, gehen wir schön lachen und dann hockst du an und dann heisst es Fake News. Da habe ich so gedacht, willst du das? Vielleicht, wenn du es willst, dann gehst du dir explizit holen. Genau. Aber du kannst, eben, es muss trotzdem noch die Möglichkeit geben, etwas anderes zu sehen. Ja, und es hat halt auch eine extreme Hypersensibilisierung stattgefunden, finde ich. Oder es ist wirklich, du musst in jedem Satz aufpassen. Und überall wird noch etwas gesucht. Ich habe letzte Woche mit dem Victor über das geschwätzt. Ja. Das ist so anstrengend. Ja, okay, ja. Also aber wir, so, sind, weißt, wir sind noch, ich weiß nicht, ob die Welle ganz überschwappt, aber wir sind Amerika noch anders, eigentlich oder? Sehr verschont in der Schweiz und auch Deutschland und so. Hast du das Special von Michelle Wolf schon gesehen, jetzt, wo auf Netflix drauf ist? Das Jokes-Ding? Genau. Nein, noch nicht. Wo sie einsteigt eigentlich im Bett, ich habe erst die ersten 10 Minuten gesehen, wo sie sagt, sie liebt Otto, sie hat einen Otto fotografiert. Und eben der zweite Kommentar, also ich kürze das jetzt ab, der zweite Kommentar sehe ich gewesen, wo jemand geschrieben hat, just to let you know, others, they rape baby seals. I thought you should know. Mhm. Wo eben genauso das ist, so nach dem Motto, einfach, dass du weißt, du bist im Fall ein schlechter Mensch, wenn du otterherzig findest, weil die vergewaltigen Seeroberbabys, oder? Und ihre Joke ist dann nice, wenn sie sagt, okay, du kennst mich vielleicht einfach nicht, das ist ja möglicherweise der Grund, warum ich sie gerne habe. Oder? Aber das ist so, wo eigentlich auch so eben die Hypersensibilität anspricht, dass heute jeder immer noch irgendeinen Angriffspunkt findet. Eben, heute ist es schon einfach ein Skandal, wenn 3 Männer einen Podcast aufnehmen. Oder? Dann wird einfach schon mal zuerst Alarm ausgerufen und es verbreitet sich ja dann mindestens, oder? Weil wenn eine Alarm ruft, müssen die anderen 4 auch, weil sie sind im gleichen Ring drin, oder? Und nachher tut man mal schnell die Fakten dazu und sagt, hört, stimmt, sind 3 Männer, aber die Mehrheit der Podcasts bei SRF werden von Frauen gemacht und sogar 70% vom Podcast-Budget bei SRF gehen an Frauen. Ihr seid in dem Fall einfach falsch. Es kann aber niemand sagen, es tut uns leid, wir sind falsch gelegen. Das geht dann nicht. Oder? Und das ist etwas, was mich extrem nervt, dass man einfach so... mir passiert das manchmal auch, du bist ja bei gewissen Sachen einfach triggered. Und wo ich dann einfach so finde, hey, manchmal sollten wir alle einfach schnell einen Schritt zurück machen. Ist es wirklich so schlimm? Kann das jemand vielleicht auch anders gemeint haben? Das ist nachher eine andere Diskussion gewesen. Ich weiß nicht, ob du die Fairtrade-Werbung gesehen hast mit dem Brel Embolo, wo er so eine Ananas wegköpft, oder? Nein, noch nicht gesehen. So eine Fairtrade-Firma hat Werbung gemacht mit einem Brel Embolo, wo er eine Ananas wegköpft, wo die ersten, also auf dem Fußballfeld, wo die ersten dann schon darunter geschrieben haben, das ist hochgradig rassistisch. Es ist halt rassistisch aufgeladen, das Klischee, ein Schwarzer, wo sozusagen eine Frucht zugeworfen bekommt, sich halt rassistisch aufgeladen. Aufgrund von... Ich habe das Bild gesehen und habe einen Spitzensportler gesehen, der in seiner Sportart inszeniert wird, auf eine lustige Art und Weise. Ja. Dann noch von einer Fairtrade-Firma, die ziemlich sicher mit Rassismus nichts zu tun hat, wo dann andere gefunden haben, die haben das wahrscheinlich genau extra gemacht, oder? Mm. Und dann denkst du, ja, jetzt wirklich, also müssen wir dann immer überall das Böse in allem suchen. Vielleicht müssten wir auch aufhören, die Klischees auch immer weiter zu benutzen, oder? Ja. Weil am Schluss vom Tag dort Rassismus rufen, heisst eigentlich, das ist dein Bild, das du von einem Schwarzen auf dem Fußballfeld hast. Dass wenn eine Frucht ins Spiel kommt, ich sage jetzt, wenn es eine Banane gewesen wäre, können wir noch diskutieren, dann ist es noch schwieriger. Aber selbst dann, wenn es um Fairtrade-Früchte geht, mein Gott, also... Ja, es ist das eben, das über... Man bedient das dann auch immer wieder. Genau, also, es ist das übermäßige Suchen und durch das eben auch wieder Viertern. Genau. Das finde ich sehr faszinierend. Weil das ist zum Beispiel mit dem Charles und seiner Swissmilk-Werbung eigentlich genau das Gleiche gesehen. Genau. Dass erst, wenn jemand darauf hinweist, dass... Was ist der Vorwurf gesehen? Es erinnert an Ku Klux Klan und so weiter. Dass dann auf einmal andere auf der Zug aufsteigen. Weil sie es auf einmal dann auch sehen. Mhm. Ja, und da gibt es halt wirklich gerade online eine extrem vernetzte Community,
wo dann sich aufspielt, oder, und findet, wir sorgen noch für Moral und Anstand. Und dann musst du sagen, ja, vielleicht muss man aber einfach mal ein bisschen entspannter werden. Ja, und es ist auch schade, weil es ist zum Teil das Gegenteil von progressiv. Ja. Weil es ist zum Teil wirklich einfach, ich hindere Menschen an etwas. Ja, und vor allem, also einfach damit man es richtig versteht, das Problem, dass Frauen in vielen Bereichen benachteiligt werden, das ist real. Und da musst du schwer dagegen ankämpfen. Und es gibt ganz viele Felder, wo das nötig ist. Ja. Also gerade heute wird die Studie rausgekommen. Es hat sich zwar einiges da in Sachen Gleichberechtigung, aber in der Arbeitswelt ist eigentlich alles immer noch gleich scheiße, oder? Und dort braucht es all die Frauen und Männer, die sich dann darüber aufregen, dass jetzt drei Männer einen Podcast machen. Konzentrieren euch auf die Sachen, die eigentlich wirklich wesentlich sind. Ja. Und es ist auch so ein bisschen das Wolf-Prinzip, oder? Wenn du nämlich bei jedem, der fünfmal Wolf ruft, obwohl kein Wolf da war, der muss sich nicht wundern, wenn nachher irgendwann niemand mehr hört, wenn ein Wolf ruft und tatsächlich mal der Wolf da ist. Oder? Yeah. Und das finde ich so, ist wie schade, weil es geht extrem viel Energie auf allen Seiten verloren, die man extrem gut könnte brauchen, dort, wo es wirklich nötig ist. Yeah. Ja, ich jetzt nicht mal mehr an die ganze Gleichberechtigungsgeschichte denkt. Die ist aber, in diesem Bereich ist es ein extremes Problem. Mm. Absolut. Aber eben, wie du sagst, in anderen muss man es vielleicht nicht noch suchen. Nein, und ich finde vor allem auch, du kannst die heutige Generation auch nicht immer noch für die Fehler von früher verantwortlich machen. Für mich und dich ist das so normal, dass eine Frau gleichberechtigt ist. Ja, klar. Natürlich ist es effektiv noch nicht und wir helfen mitschaffen, dass es so wird. Aber eben, ich bin jetzt wie, teilweise habe ich das Gefühl, werde ich so in Mitgefangenschaft genommen für Fehler, die früher gemacht worden sind, dass die Strukturen entstanden sind, wo ich aber nichts mehr damit zu tun habe und auch gar nicht will. Ich wollte gar nicht schuld sein an diesen Strukturen. Yeah, yeah. Oder? Weil I did nothing wrong. Yeah. Für mich ist eine Frau immer gleich wert gewesen wie ein Mann. Mm. Oder? Und für mich ist es selbstverständlich, wenn wir eine SRF3 Comedy Talent Stage zusammenstellen, dass wir schauen, haben wir gleich viele Frauen und gleich viele Männer, verheben das qualitativ. Das ist am Schluss des Tages für mich immer noch eigentlich das Hauptmerkmal. Yeah. Das Schlimmste, was passieren kann, sind Quoten. Also das ist das Dümmste. Weil das eigentlich schadet langfristig, wenn du dann nämlich Leute anhiefst, die vielleicht noch nicht an dem Punkt sind, wo sie sollten sein, dann bestätigst du ja alle, die dann sagen, ah nein, statt dass man noch mal ein Jahr wartet und dann kommen die dann von alleine, weil sie dann Qualität haben. Oder? Ja, aber das ist zum Beispiel für mich auch mit den paar Comedy-Events, die wir machen, es ist noch nie auch noch ansatzweise ein Thema gesehen, zahlen wir jetzt den weiblichen Künstler weniger Gage. Nein, also bitte. Nein, aber dort fängt sie eigentlich an. Im Gegenteil, es ist sogar größere Name, kriegt mehr Geld. Ja, ja. Kleinere Name, männlich, kannst gerne dabei sein, aber kriegt noch nicht so viel Geld, weil du verkaufst ja kein Ticket. Ja. Fun Fact, das SRF hat ja nach dieser Aufregung zum unseren Podcast dann mit drei Protagonistinnen geredet und hat denen gesagt, schau, wenn ihr wollt, könnt ihr Quote Frauen machen. Yeah. Einfach zu den gleichen Bedingungen wie Quote Männer. Dann hat man denen gesagt, was wir verdienen. Dann hat eine davon gesagt, sorry, also für so wenig Geld schaffe ich nicht. Einfach nur zum Sagen. No joke. Ah, es ist sogar, Duos verdienen gleich viel wie Einzelkünstler. Die sind eigentlich die Verarschten. Die sind die Verarschten. Ja, ich hatte es gerade mit Lapsus davon gehabt, oder? Wo wir mal so ein bisschen unsere Galapreise besprochen haben. Yeah. Dann haben wir gesagt, ja, es ist eigentlich noch hart, weil sie müssen nur zwei teilen. Da verdient jeder Einzelne weniger wie ich. Ja. Geil ist so, ab so vier-, fünfköpfigen Bands und so, sind die Einzigen, die wirklich verdienen, die Manager. Ja. Weil der große Gesamtpreis und von dem dann 20-30%. Der Rest wird die anderen dann nochmal durch vier teilen. Genau. Dann kommst du nicht mehr auf 30. Gell? Nein. Darum, ich sag dir, die grössten Verarscher sind Puppenredner. Das sind die grössten Verarscher. Kassieren für zwei, aber sind allein. Genau, das sind wirklich... Ja. Wie geht es echt dem Klibi? Du gut, da haben wir, ich mache jetzt Bewerbung, wenn du so fragst. Ja. Da haben wir in der Swiss Comedy Night. Ah, 18. Stimmt, April. Ja, habe den Trailer gesehen. Ohne Caroline, es wäre teurer gewesen. Ja, verstehe ich. Das Geile ist, also er ist ja wirklich eins mit dieser Figur. Also das hat mir der Roman Gommensin mal erzählt. Der hat mit ihm irgendwie so ein bisschen Telefon-Jingles oder irgendwie so etwas aufnehmen. Yeah. Und dann hat er das eingesprochen, er und Caroline, im Studio rein. Also es war kein Mensch dort. Yeah. Dann hat er die Figur angelegt. Das muss. Und dann hat er das gespielt. Yeah, yeah. Und dann hat der Roman reingefunkt und gesagt, und dann ist es so eine absurde Szene gewesen. Dann hat er wirklich sich beide so also der lebt das so voll geil. Und er ist ja ein total lieber Typ. Schon beim Dunstigast war er auch mal diesen Sommer und haben wir noch länger geschwätzt. Wirklich ganz ein feiner Mensch. Das ist super. Aber ich glaube, das musst du auch. Sonst kannst du dir das ja gar nicht.
Ja, und geil, das ist, stell dir vor, wir hätten in dieser Zeit noch eine Comedy machen können, als er angefangen hat. Er hat mir das, die hat die Geschichte sich auch schon erzählt. Mit, sie hat seinen ersten Auftritt im Teleboy gehabt. Hat sie, ich glaube, jeder Mensch erzählt. Ja. Er hat seinen ersten Auftritt gehabt im Teleboy am Samstagabend und das hat dann damals wahrscheinlich einen Mehrtanteil von 75% gehabt oder so im Fernsehen wahrscheinlich. 1,5 Millionen Zuschauer. Immens. Bei einer Bevölkerung von 1,7 Millionen. Genau, ja, wirklich etwa so. Und am Sonntagmorgen, um 8 Uhr, hat das Telefon angefangen zu läuten bis zum Abend. Um 5 Uhr hat es durchgeläutet, hast du ein Jahr lang Ausbruch gesehen. Ja. Aber ich muss dir immer sagen, das ist dann eben der Kleibe gewesen, gell? Und man tut dann immer so gern so romantisch zurückdenken. Ich weiss nicht, wer sonst alles noch beim Teleboy auftreten ist und danach hat das Telefon nicht geläutet. Weiss das nicht. Ja. Also weißt, man tut das nachträglich immer gern noch überromantisieren. Natürlich, ich glaube, die Skalierbarkeit ist dort viel heftiger gesehen. Dass eben, wenn du es angekriegt hast, dann ist es, glaube ich, aber Steve Martin erzählt in seiner Biografie, was für uns Teleboy war, ist ja eigentlich für Dummies Tonight Show gesehen. Ja. 15 bis 30 Millionen Zuschauer, Johnny Carson, 30 Jahre lang, der King of Late Night. Und jetzt immer geheißen, wenn du als Komiker dort auftreten bist, dann ist es abgegangen. Ja. Und Steve Martin erzählt in seiner Autobiografie, 13 Mal ist nichts passiert. Da ist 13 Mal dort auftreten, es ist nichts passiert. Und nach dem 13. Mal hat am nächsten Tag mal jemand gesagt, habe ich sie mal am Fernsehen gesehen? Oder so etwas. Und darum, es gibt oft halt eben so die Überromantisierung von früher. Früher war es so einfach gesehen, eben, hast einmal mir am Fernsehen auftreten. Aber eben, wie viel sonst sind nie am Fernsehen auftreten und wie viel sonst, wir haben dafür alle jetzt schon können am Fernsehen auftreten. Und zwar schon sehr oft. Ja, jetzt das ist Druck, was ist geiler. Eben ja, aber was hat Resultat? Also ich noch mehr erinnern, nach dem ersten Auftritt bei Giacomo Müller sind, glaube ich, 2 Buchungen nie gekommen. Also, habe ich auch so empfunden, ja. Ja, also es ist nicht mehr passiert. In Luzern sind, glaube ich, 4 Leute mehr gekommen, die gesagt haben, wir haben die gesehen bei Giacomo Müller. Genau. Und jetzt haben wir gefunden, können wir mal. Genau, aber auch nur, weil es gerade wirklich nichts gehabt haben an dem Abend wahrscheinlich. Und in Luzern kannst du halt auch nicht 50 Sachen gleichzeitig machen. Doch, an dem Abend ist eben noch Divertiment. Ah, ja gut, nein. Dann haben sie einfach kein Geld gehabt. Nein, es war ausverkauft. Ja, es war ausverkauft, darum. Ja, stimmt. Aber wir wollen doch Comedy schauen. Genau. Dann gehen wir halt so etwas wie Comedy schauen. Ja, der andere da. Aber ich sehe es immer so. Also bei dir ist es lang auch so gesehen, bis dann mit dem Bachelor-Ding reingehauen hat. Und bis dahin, für mich ist mit allen Sachen, wenn ich immer so denke, man muss wegkommen von dem, eben, es gibt so Ausnahmen wie mit dem Bachelor, aber man muss wegkommen von dem Gedanken, wenn ich jetzt das mache, dann geht es in den Himmel. Kannst du das nicht planen. Sondern für mich ist es wirklich, alles ist ein kleiner Backstein von diesem Riesenhaus. Mhm. So. Und mittlerweile sieht man sogar eine Art Fundament und kann vielleicht sogar schon in der Stube. Ja, aber das ist gesünder, weißt du, schon gar nicht gewachsen. Oder? Ja. Ich glaube, das ist mir in dem Sinne gut gekommen, dass ich eben darum auch nie alles andere vernachlässigt habe und gesagt habe, so, ich mache jetzt nur noch Bachelor-Videos und werde Social Media Star. So blöd bin ich zum Glück nie gewesen. Oder? Nein, weil das wäre ja nicht nachhaltig. Das wäre nicht nachhaltig. Ja. Also, dann baust du auf dem Hype auf. Und auch dort, das ist am Schluss klar, eben, es ist ein Lucky Punch. Aber du musst dann da eben auch machen. Ich mache das jetzt seit Jahren. Und die Leute unterschätzen das. Also das Best-of ist zwischen 10 und 12 Stunden Produktionszeit. Und das machst du dann mal 20 Wochen pro Jahr. Also etwa die Hälfte von deinen Wochenenden im Jahr verbringst du damit, irgendwelche dummen Leute beim Flirten zuzuschauen und etwas daraus zu machen. Ja. Und darum habe ich auch angefangen zu reduzieren. Ich mache nur noch Anfangs- und Endestaffeln, auch weil mir die Ideen ausgehen, ganz ehrlich. Wenn ich die noch einmal auf dem Partybook sehe, kotze in Kübel. Ja. Ich weiss wirklich, ich fange nicht mehr was anzuschneiden. Und jetzt so geht es jetzt, wenn du nur noch zweimal pro Ding machst, zweimal pro Saison, dann kostet es dir auch nicht mehr so unglaublich viel Zeit. Und, ja, aber du musst es auch dort machen. Sag ich mir, der Bachelor hat viele Karrieren beendet, aber eine los. Ja. Und du sagst, weißt, du sagst Lucky Punch, es sind ja auch eben viele Punches davor gesehen. Also man muss ja eben gleich auch schon etwas gemacht haben, etwas können, etwas gelernt haben in diesem Bereich, dass man überhaupt so eine Video dann raushauen kann. Also das kommt ja nicht von nichts. Das ist das zweitschönste Kompliment, das ich jeweils bekomme nach Shows, wo sie sagt, ich habe immer nur deine Bachelor-Videos geschaut und so. Ich muss jetzt aber sagen, du bist wirklich lustig und die Show hat mir sehr gut gefallen. Das ist wirklich so, wo ich immer finde, ja, das ist cool. Was ist das Schönste? Die schönsten Komplimente, oder sagen, das, was mich am meisten berührt, was auch öfters vorkommt, sind Eltern von Kindern, die zystisch wie Fibrose haben, die gleiche Krankheit wie ich, die nach der Show kommen und sagen, danke vielmals. Ja. Du weißt gerade nicht, was das für uns bedeutet hat, dich jetzt 90 Minuten dort oben zu sehen, weil
Wir kommen irgendwie gerade vom Arzt und der sagt, das Kind wird ganz eine ganz schwierige Kindheit haben und wird später nie normal leben können. Und das zu sehen, das hat uns jetzt gerade unglaubliche Kraft gegeben. Und das ist ein Moment, wo du dir auch bewusst bist, dass gewisse Sachen, die du darfst machen in diesem Beruf, dann einen viel, viel grösseren Impact haben, als das du meinst. Ja, das ist, glaube ich, auch grundsätzlich das Schönste an sich schon, aber vor allem, wenn du es dann noch in einem bestimmten Bereich kannst machen, dass eben Menschen sich wirklich freuen und sich und du dann etwas bedanken. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich das schönste Kompliment, das man kriegen kann. Definitiv. Und ich kann mir vorstellen, dass es zum Teil noch schwierig ist, weil man ja dann automatisch in so eine Vorreiterrolle reingedruckt wird. Ja, also das gibt auch einen gewissen Druck. Du hast ja weder die Krankheit ausgesucht, noch ausgesucht, dass du eben quasi der Posterboy wirst dafür. Ja, das ist FGS gesagt. Also mein Arzt hat auch schon gesagt, sie sind der Posterboy von der CF-Gesellschaft. Das stimmt. Das hat natürlich ein bisschen, es gibt auch einen gewissen Druck. Also, manchmal sind dann auch Erwartungen, die ich nicht kann und auch nicht will erfüllen, ehrlich gesagt. Also es gibt jemanden, die mal das Eltern einfach sagen, los, wir machen da eine Informationsabend, komm doch bitte noch und rede eine Stunde. Wo ich dann sage, nein. Also es ist wieso, also erstens stimmt Aufwand und Ertrag in dem Sinn nicht, und nicht Ertrag finanziell, wollte ich dort nichts. Aber, aber einfach so, dann irgendwo ins Wallis rausfahren, um eine Stunde über meine Krankheit reden vor 6 Eltern, ist dann so, nein. Das ist wirklich, das stimmt für mich dann schon auch nicht. Yeah. Und dort sind auch so Leute auch schon hässlich geworden. Dann sagt ja, aber also, weißt du, du könntest da auch etwas machen, wo ich finde, hey, ich habe keine Ahnung, was ich im Hintergrund alles mache und auf politischer Seite weible etc. Yeah. Für dass wir Medikamentenzulassungen haben und alles Mögliche. Da entsteht dann manchmal schon auch ein bisschen Druck. Ja, also. Das ist ja auch ein bisschen Teil von der heutigen Kultur, dass oft nicht genug ist. Ja. Das finde ich egal, faszinierend. Egal, was machst du, es ist nie genug. Yeah. Oder? Ja. Dabei ist ja überhaupt schon etwas, dass du das machst, oder? Genau. Eben. Und auch alles, die Bachelor-Bestos, ist ja rein freiwillig. Also manchmal, jetzt habe ich ja mein Tier von Zeppi nur geladen unter der Woche. Hey, du Arschloch, warum hast du kein Bachelor-Video gemacht? Aber wirklich so. Also, du hast noch nie einen Rappen bezahlt für das Hebt Schnurren, wirklich. Du hast keinen Anspruch auf gar nichts. Also, weißt du, die dummen Blogger und Influencer, die dann in ihren Stories, ja, ich wollte heute mit euch was teilen, weil ich finde, ihr habt einen Anspruch drauf, das zu wissen. Nein, habt ihr nicht. Für gar nichts. Ah, weißt du, was ich liebe? Social Media Pause, die angekündigt werden. Mach ich jetzt auch wieder. Wirklich? Soll ich sie gerade ankündigen? Du sie ankündigen? Nein, aber, nein, so wirklich, weißt du, wenn jemand mal eine Woche nicht postet, sorry, dass ich weg war. Und so, weißt du, ich habe gar nicht gemerkt, dass du weg bist. Sorry. Es geht wieder da sein, dass sich alle viel, viel zu wichtig nehmen. Ja, ja, das geht völlig in den Sinn. Ja. Aber ich habe den Tom extrem gefühlt, den er da bei dir gesagt hat, eben mit dem Giselschissel, oder? Wenn du mal so ein Erfolgsprodukt hast, yeah. Der Druck, der dann kommt. Ich meine, ich habe gestern bis Nacht um 3 produziert, an dem Best-of, der heute rausgekommen ist. Yeah. Weil du einfach weißt, also, fuck nochmal, das sieht. Bis das ausgestellt wird, wo letzte Woche oder so ausgestellt wird. Das letzte, was gekommen ist, kannst du mal schauen. Ja, youtube.com/stefanbiss. Ja, weißt du, ich brauche noch ein Klicks. Gib mal ein paar rüber. Nein, das ist ja wirklich so. Während dem Produzieren bist du dir schon bewusst, okay, ich sage jetzt im Schnitt holt das irgendwo zwischen 200 und 250.000 YouTube-Views. Yeah. Plus nochmal irgendwie 100.000 auf Instagram und Facebook. Also bist du am Schluss bei knapp einer 500.000 Menschen, wo das Produkt, das du jetzt nach dem 2 da am Zusammenstellen bist, gesehen. Und das gibt dir schon so einen Druck, wo du merkst, ah, scheiße, weil du willst ja dann gleich gute Qualität abliefern. Es klingt dir ja auch nicht immer. Also wie wir auf der Bühne auch, du bist ein Aber es gibt da einen extremen Druck, den ich auch schon gemerkt habe, soll ich mich nicht mal aus dem Ganzen rausnehmen, aber für das läuft es dann gleich wieder zu gut. es ist ein ständiges Dilemma. Ja, die Zahlen sind dann gleich ein bisschen zu geil, um einfach zu sagen, scheiß drauf. Ich bin mir nicht sicher, wer es gesehen ist, ob es der Jerry Seinfeld gesehen ist, der sagt, er vermisst wahnsinnig den Moment von auf die Bühne zu gehen und keine Sau weiss, wer du bist. Mhm. Und du musst sie von dir überzeugen. Yeah. Ja, das glaube ich. Ja. Und immer wenn ich das dann, wenn ich an so etwas denke, denke ich so, genieß das jetzt, dass die keine Sau kennt. Aber der Punkt ist ja bei dir auch schon ein bisschen. Ja, aber weißt du, es ist zum Beispiel, ich merke dann, wie in Deutschland zum Beispiel,
die Erwartungshaltung eine andere ist. Ja. Nämlich viel mehr, eben, zeig mal, was du... viel mehr überraschen, aber auch. Ja, eben, zeig mal, was du kannst. Aber du musst dir auch wahnsinnig viel mehr leisten, dass du überhaupt überraschen kannst. Natürlich. Weil das ist, ist jetzt so ein unglaubliches... Ich verstehe es nicht, warum du dort drüber bist. Warum ich nicht dort drüber bin? Nein, warum du dort drüber bist. Aha, da, weil es ist die beste Schule. Aber warum... Ja, gut... Mich frage jetzt einmal, willst du nicht auf Deutschland? Sag ich, was soll ich denn? Es hat niemand auf uns gewartet. Und nein, es ist das so, ist klar. Und warum? Also gut, jetzt, ich habe den Vorteil, es läuft so unglaublich gut da. Warum soll ich noch mit einem Ort wieder bei Null anfangen? Yeah. Abgesehen davon, dass ich keine Zeit habe. Nichts. Also, yeah. Ich verstehe, ich finde es als Erfahrung sehr geil. Und für das würde ich es auch gerne machen. Und eben gerade so, dass wieder von Neuem können die Leute überzeugen können, ist schon auch geil. Also für mich hauptsächlich ist eben, Deutschland ist so ein grosses Wort. Ich spiele hauptsächlich Quatsch Comedy Club. Ja, aber größer wird es dann auch nicht. Also. Und Quatsch Comedy Club in Berlin ist wirklich einfach das, ist das Schönste. Ja, also es ist die Erfüllung, für das bin ich eigentlich Komiker geworden. Ja. Und es tönt so blöd, natürlich gibt es kein größeres Hoch, als wenn ich irgendwie zu Basel nicht Premiere, nicht Derniere, sondern irgendeine Show dazwischen haben, wo einfach irgendwie alles stimmt und es kommen Leute, die wollen sehen oder, oder auch im Kaufleute ist das jetzt schon zweimal passiert. Viel höher als das kann es nicht gehen, weil du kannst in deinem Kopf nicht verarbeiten, dass Menschen effektiv für dich gekommen sind. Das ist so absurd, oder? Und das dann auch noch geil gefunden haben und du wirklich merkst, wie eben die Energie in dem Raum zu einem wird. Das ist unschlagbar, aber der romantische Grundgedanke vom kleinen Bub, der irgendwie mit 12 Fernsehen geschaut hat und Mittermeier gesehen hat vor dem grossen Coup, das ist für mich als globales Ding ist das Größte. Mhm. Dass du auf dem halbrunden Ding stehst, eben vom Quatsch Comedy Club, und du siehst die Empore und du kannst mit grossen Stars schwätzen, das ist der perfekte Raum. Ja. Das ist wirklich einfach, das ist es. Und darum, alles andere. Who gives a fuck? Also ja. Ich tue wirklich auch aus Aufwand und Ertragsgründen und so, tue ich extrem viel in Deutschland absagen. Mittlerweile fragen sie ja nicht mehr so, weil du bist so ein halbes Jahr auf dem Radar. Ja. Nein, Quatsch, verstehe ich total. Eben, aber so, ich weiß jetzt, so für Deutschland durchgehen. Ich meine, der Fabio steht jetzt vor dem Entscheid, dann wahrscheinlich irgendwann soll ich in Deutschland richtig landet. Angreifen. Ja. Ja, also, Nightwatch Award gewonnen. Genau, soll ich jetzt dort voll reingehen oder nicht? Was natürlich ist, gell, was wir nicht vergessen dürfen, Deutschland sind einfach 20 Mal mehr Leute. Wenn du ein Haselbrücker bist und es funktioniert, dann ist es richtig geil. Ja, aber was natürlich eben nicht vergessen darfst, es funktioniert auch schon. Ich habe nicht größere Räume als viele in Deutschland. Ich spiele hier 50 bis 100 Leute, wenn ich Glück habe, mal 150, 200. Und in Deutschland kannst du das auch machen, und zwar 365 Tage im Jahr. Das ist so, ja. Weil du gehst von diesem kleinen Ort zu diesem kleinen Ort und 50 bis 100 kommen immer irgendwie. Solltest du ankriegen, wenn du plus minus ein Name bist. So. Und dann verstand ich es schon ein Stück weit. Aber es ist schon sehr, sehr klar sichtbar, wie es dann oft so Solo-Kämpfer gibt. Und das hat so eine Grundschönheit, aber irgendwann denkst du also, mehr als ein Jahr kannst du das ja nicht machen. Wirklich oft allein. Wirklich allein. Du hast ja dann nicht Mixed Shows mit anderen Kollegen. Ja. Du bist wirklich allein in irgendeinem. Frag mich nicht. Irgendwo im Haus. Hagen-Lenke. Keine Ahnung, wie die Ortschaften heißen. Weißt? Und dann geht es am nächsten Tag weiter auf Lenke-Hagen oder so. Ja. Das verstand ich dann auch nicht ganz. Und darum ist es für mich auch nicht wirklich. Eben, es ist nie ein Ziel gesehen und es ist so eine glückliche Fiege gesehen, dass das mit dem grossen Coup geklappt hat. Und das nehmen wir. Kommt jetzt ein neuer noch in München. Da bin ich sehr gespannt. Ist näher. Kann man sich. Ist noch. Ja, Stuttgart gibt es ja noch einen. Weißt du, der Flug schon. Ja, logisch. Für das ist ja Basel wieder gut. Gell? Das stimmt. Ich im scheiß Rheintal Auftritt habe. Nein, nicht scheiß Rheintal, sondern wenn ich im schönen Rheintal. Im schönen Rheintal, ja. Aber es ist halt oft fucking weit. So. Ja. Wenn ich dort einen Auftritt habe, denke ich so, warum wohne ich in Basel? Wenn ich. Vor allem, warum spiele ich dort in einem Theater, wo immer noch keinen Online-Verkauf hat? Ja. Ach, ist nicht voll heute, wir wissen nicht warum. Ja, wahrscheinlich wird Menschen bei dir nicht online kaufen können. Hey, swipe up for the telephone number where you have to call
zu Reserve-Tickets. Nein, es ist unglaublich. Ja, das gibt es auch immer noch 2019. Ja, oder bald 20. Ja. Aber für alles Deutschland ist dann so, ist noch geil, auf Stuttgart 2,5 Stunden, gehst du von Zürich auch nicht viel weiter. Ja. Und eben München ist natürlich Bombe. Und dort bin ich auch gespannt, wie das wird. Was hast du jetzt so kurzfristige Pläne? Reduzieren. Ja. Meditieren. Auf das freue ich mich wirklich eigentlich am meisten. Und masturbieren? Masturbieren. Ich wollte es noch sagen. Ja, aber das ist ja Daily Business. Was sich auf ihre reimt. Alles, was sich auf ihre reimt. frustrieren. Das ist das. Turner fertig spielen. Der Dunstigjass kommt wieder im Sommer. Da sind relativ viele Einspieler zu machen, wenn wir das mal 7 Sendungen haben. Und ja, Radio machen und wirklich wieder so ein versuchen, auch zu leben. Also wirklich wieder mehr das Privatleben aufbauen. Also jetzt nicht jetzt nur beziehungstechnisch, sondern auch sonst wirklich wieder viele Leute, die ja, jetzt auch viel zu kurz gekommen sind, Familienfreunde, wieder ein bisschen mehr unternehmen können, spontan verreisen etc. Das ist ja wirklich, dort habe ich das grosse Glück, dass ich keinen Flugscham kenne. Das ist wirklich etwas, wo ich... Nein, ich bin froh, dass ich die Krankheit nicht habe. Ich habe viele Krankheiten, aber die ist zum Glück an mir vorbeigegangen. Das macht es sehr viel einfacher zum Reisen. Gut, CO2-Emissionen kann man zahlen. Eben. Ja, wir gehen jetzt auf die Comedy Cruise im Oktober. Yeah. Und ich bin Gott froh, hat sich MSC jetzt dazu entschieden, ab 2020, und das betrifft damit auch unsere Cruise, komplett CO2-neutral zu verkehren. Also yeah. Die alle Emissionen tun die jetzt neu zurückzahlen. Und das macht es jetzt für uns auch ein bisschen einfacher in der Kommunikation. Eben, das wenn du dann so 18- bis 24-jährige Follower auf Instagram hast, dann geht dann die Wutwelle los, wenn du sagst, ich gehe auf eine Comedy Cruise. Und dann werden es noch viel hässiger, wenn du ihre Kommentare einfach löschst. Weil sie haben ja den Anspruch darauf, dass ihre Kommentare auf meiner Plattform stattfinden. Ja, das sind dann schöne Diskussionen, die man führt. Sowieso immer gut, CO2-neutral zu verkehren. Das stimmt. Also kein Kind machen. Das ist also was. Ja. Immer mit Kondom, obwohl das dann halt wieder... Ja, ich mache schon lieber ohne. Ja, Abfall. Ja. Ja. Nein, aber wegen dem Gummi. Eben, das ist, also weißt, das ist auch wieder Plastik, das geht zurück ins Meer. Eben. Das ist einfach nicht gesund. Da muss man schon schauen. Auch die Verpackung. Auch Verpackung, ja. Lieber Es ist schon gut, dass wir jetzt hinten raus über so Themen reden. Recycelbare. Wir haben schon lange alle abgestellt. Das lieber recycelbare Karton. Ja. Oder? Ja, natürlich. Weißt du, was richtig schön ist? Was? Dass mit diesem Podcast ich wirklich, also mein persönliches Empfinden, nochmal eine andere Verbindung zu Menschen aufbaue. Das glaube ich, ja. Also, ich habe das jetzt, wir kennen uns bald 10 Jahre. Und ich habe das jetzt mega geil gefunden. Gleichfalls. Danke. Vielen herzlichen Dank. Ich kenne das. Wir haben ja den Fußball-Podcast mit Manuel Romund zusammen. Da gibt es sogar, mittlerweile bin ich so weit Spieler vom FC Basel sympathisch finde, weil ich mal mit ihnen geredet habe. Hey, ich finde mittlerweile auch, aber es ist gut, reden wir hinten aus über das. Ich finde auch den Freddy Bickel ein geiles Sieg. Ja, verstehe ich. Er ist aber ein geiles Sieg. Er ist ein mega geiles Sieg. Ja, wirklich. Vielen herzlichen Dank. Danke dir. Masterarbeit noch bis April? Mai? Mai. Ja. Bis Mai 2020 auf Tour. Für die letzten 3 Plätze, die zum Teil noch hat, erwähne ich das gerne. Und ich bin auch noch auf Tour. Kommt mit mir schauen. Ich kann es empfehlen. Obligatory Plugs to the finish the Podcast, gell? Yes. Alles Liebe. Danke gleichfalls. Und bis bald. Das kommt noch vorne raus. Am Victor Jacobo Roast. Oh, ich freue mich drauf. Ich sollte ihn mal noch schreiben. Ich habe noch nicht abgegeben. Wir hätten ja auch vor 3 Tagen abgeben. Ja, wir gehen schon irgendetwas ab. Und ich freue mich drauf, wenn wir das nächste Mal miteinander schlafen. Ich mir auch. Spätestens auch Rosa im Jahr. Du kannst bei mir schlafen, ist kein Problem. Yeah. Ich nutze das wieder schamlos. Ja, das ist mir schon klar. Danke, Büssi. Danke dir. Boom! Wie lange haben wir zum Schluss gehabt? 2 Stunden, 1 Minute. Oh, neuer Rekord. Ja, wirklich? Ja. Yeah.